White Russian, düster machen andere. Hallo zurück bei unseren wunderbaren Sessions mit Willi. Was gibt's denn groß zu sagen eigentlich dieses Mal? Nicht wirklich viel. Ihr habt ja hoffentlich die letzte Folge, die letzte Session euch angehört und habt dabei dann mitbekommen, was Sache ist. Der Plan verdichtet sich, oder the plan thickens, wie ich so gerne immer auf Englisch sage. Und hoffe, dass es grausam klingt mit meinem englischen Akzent. Deswegen halte ich mich auch gar nicht lange auf. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub zurück, habe wenig zu erzählen. Ihr wisst ja, was passiert ist bei der 10. Das heißt, ich lasse euch jetzt direkt los in die 11 und wünsche euch viel Spaß. Und beim Outro wollte ich noch kurz ankündigen, gibt es eine kleine Überraschung. Ich werde nämlich nicht ein Outro einsprechen, sondern werde das den Trolli übernehmen lassen, der nämlich eine, naja, Datensammlung, Finderaktion jetzt endlich abgeschlossen hat und mir via MP3 bereitgestellt hat. Das werde ich euch nicht weiter vorenthalten, sondern direkt ans Ende einspielen. Deswegen ist auch die Session recht lange geworden. Nach dieser Session geht's dann weiter mit Jojo und ihren Solo-Sessions und das werdet ihr dann natürlich in der Nummer 12, in der Session 12 hören. Deswegen, weil ich am Ende nur die Geschichte mit Trolli eingesprochen habe, werde ich noch ganz kurz zum Schluss unsere Legal-Geschichten da einspielen bzw. einsprechen. Und das hat sich dann auch schon. Bis dahin erstmal alles Gute, viel Spaß und ne, immer schön Kopf in den Nacken. Na, also, du wolltest irgendwas vorbereiten mit Ablenkung und so, ne? Ich lasse dir einfach mal vollkommen freie Bahn. Ich bin da jetzt erstmal offen für dich. Na gut, also die Idee war ja folgendes. Ich hatte mich mit den beiden Kallis besprochen, also mit dem Daily und dem Imker, und hatte denen den Vorschlag unterbreitet, dann den Fuchsbau gegraben und hatte gesagt, wir sollten uns quasi das treffen von Zeit zu Zeit. Und Unlocken war so gedacht, dass wir im Endeffekt ja jetzt schon einen ganzen Haufen Daten haben. Und das heißt, ich würde an irgendeinem schönen Tag wieder bei denen auftauchen. Das ist nämlich eine Sache, die ich noch gerne machen würde. Mein Insekt, was Billy quasi beisteuern wird in dem ganzen Bimbamborium, ist eine Libelle. Geil. Billy wird Libellen beisteuern. Also das heißt, im Endeffekt, wenn du jetzt da einsteigen möchtest, ich möchte mich mit entweder Daily oder dem Imker und darüber unterhalten, wie ich selbst quasi so Insekten spawnen kann. Okay, pass auf, es ist halt so, du weißt, da du ja irgendwie mit diesem Ort und diesen zwei Kollegen verbunden bist, weißt du, spürst du, merkst du tief in deinem Inneren, und damit meine ich nicht deinen Anus, obwohl es da düster ist, weißt du, ob da jemand da ist. Das heißt, du weißt einfach, wenn beide da ist, denn mit Treffen verabreden ist immer nicht so einfach, das ist ja auch kontinentübergreifend und so weiter. Im Endeffekt hatte ich mir das schon fast so vorgestellt, dass Billy hingeht, und ob jetzt jemand da ist oder nicht, wird sie sich genau die Ströme anschauen, die diese Insekten, die Ameisen und die Bienen und was da nicht alles noch rumfleucht, verstrahlen, sag ich mal. Also sprich, ne, der Code, der die ausmacht, die Datenströme, die in denen zusammenlaufen und wieder rauslaufen, das möchte sich Billy im Endeffekt angucken. Und wenn dann zufällig entweder Daily mal ansprechbar ist oder der Imker gerade da ist, dann wird sie sich mehr Informationen darüber holen. Und sollte sie dann verstehen, wie das Ganze funktioniert, wird sich Billy selbst an die Arbeit machen, dann zu spriten oder kompilieren oder wie auch immer du das sagen möchtest. Genau, also Daily steuert ja keine Insekten bei, der steuert ja irgendwelche kristallinen Strukturen an irgendwelchen passenden Sachen bei. Gerade dieses Bächlein, was ich da beschrob, da unten die Steine, die werden halt mehr und mehr hübsch. Steinisch. Glitzernd, ne? Ich dachte eigentlich, weil ich hatte es so verstanden, der Imker steuert die Bienen bei und Daily ist die Ameisensau. Nee, die Insekten sind komplett alle vom Imker. Mhm. Und es ist so, dass offenbar, weil nun mal dort drei Technomancer sind, getrippelte Resonanz an diesem Ort ist und da einfach selbst, die machen gar nichts dazu. Die Dinger sind einfach da. Das kommt einfach etwas, was zu denen
passt halt zur Persona und zur Weltanschauung und wiederum, was auch immer du, wie du das bezeichnen willst. Aber Billy muss da gar nicht speziell was tun. Es wird auf jeden Fall was zu ihr Passendes kommen. Das kann eine Libelle sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Wenn da ein Transformer kommt, dann passt das nicht zu Billy, aber es wäre Ja. prinzipiell möglich. Vielleicht kommt ja so eine Wimpernklammer, weißt du? Mit denen man sich die Augenwimpern hochbiegen kann. Oder eine Nagelfeile kommt. Passt doch zu Billy. Nein, ich hatte tatsächlich an Libellen gedacht bei Billy. Ey, Libellen finde ich super. Das passt irgendwie. Die sind Moment, Libellen groß. sind ja gar nicht die Viecher, die ich dachte. Warum keine Moment. Schmetterlinge? Nein, komm, also, Weil sie schön und du hübsch hast vor sind. kurzem jetzt erst gerade gesagt, dass Billy gay ist. Ich Und dass überhaupt mich das nicht. jetzt natürlich, dass mich das ja gar nicht stören würde. Jetzt sagst du Schmetterlinge. Schmetterlinge, also ich meine, Billy ist doch ein wunderschöner Schmetterling. Billy ist sowas eher wie eine, wie, weiß nicht. Wenn du sagst Libelle, sage ich Libelle, also natürlich. So ist es nicht. Meine kruden Gedanken waren nur, ist dieser wunderschöne Schmetterling. Und ich hätte nicht an Libelle gedacht, aber wenn du sagst, Libelle passt, dann sind es Libellen. Ja, doch, Libellen. Billys alter Ego ist zwar der Fuchs, aber in dem Umfeld mit den Gegebenheiten, finde ich, passt die Libelle am besten. Cool. Dort gibt es ja auch Gewässer und da können die ein bisschen abchillen. Und mit dran bauen, ne? Ja. Das machen die auf jeden Fall halt dann automatisch so, ne? Deine Daten einarbeiten und so weiter. So die Ja Idee gut. mal. Und Dedi ist übrigens da. Und Ah. ansprechbar. Sitzt da gerade wieder im Schneidersitz da, nachdem du mir das so toll beschrieben hast, wie der immer da sitzt? Ja. Aber es ist quasi Bewegung in diesem Ding. Es guckt sich halt manchmal um und so. Also. Ich hatte ja jetzt noch nicht das Vergnügen mit Daily, also werde ich mich jetzt mal zu Daily im Schneidersitz neben ihn setzen. Oder vor in Front, direkt in die Fresse rein. Ist sie mit dem Schwanz unter der Nase? Oh, Nase. Tja, Hm? nicht direkt. Also. Oh, hallo? Hallo, du bist Daily, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Ich bin Daily. Ich hab schon gesehen, dass jetzt Libellen hier rumfliegen. Ja, ich glaube, die gehören jetzt auch hierher. Als Teil von meiner Präsenz, würde ich jetzt mal sagen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Viele kleine schwirrende Daten. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Foxy. Das Ding verneigt sich. Deli. Aber Schön, das dich hast du sicherlich kennenzulernen. schon gehört. Ja, der Imker hat es mir erzählt. Ich weiß aber Der. nicht, ob er jetzt schon irgendwas über dich erzählt hat, deswegen dachte ich mir, ich sag mal lieber direkt Hallo zu dir und stell mich quasi vor. Weil, ne? Oh ja, der Imker hat mir deine Geschichte erzählt, also das Anliegen, was du hattest, oder das Erlebnis, was du hattest. Ja, und kannst du damit was anfangen? Ich habe meine Theorien, aber ich weiß nicht. Es Ja, lass ist doch mal hören. verwirrend. Ich glaube, es jagt. Es jagt die Anhänger von Babel und ich glaube, wir sind dem nicht gewachsen. Okay, wenn du von Jagd sprichst, möchte ich gerne verstehen, was dich auf die Idee bringt, dass du von Jagd sprichst, weil was du unter dem Wort verstehst, Jagd, warum Jagd und was das Ende von der Jagd sein soll. In die Ecke getrieben, gefangen genommen, umgedreht, wieder freigelassen als der eigene Jagdköter. Umpolung. Korruption der inneren Datenströme, der Korruption der Informationen, bis du Dinge glaubst, die so nicht sind, oder bis du andere Dinge glaubst, als du vorher gedacht hast, bis du willfähriger Sklave bist. Nicht gut. Und du meinst, der ist, dass der das schaffen kann? Ich weiß es nicht, Bist du ihm aber mal begegnet? nein, 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 nein. So, du hast also noch nie gespürt, wie das in seinem Umfeld ist. Und ich hoffe, ich kann das umgehen. Aber ich weiß nicht. Aber was ich weiß, ist, keiner von uns kann in die inneren Zirkel der Ströme gehen. Keiner von uns weiß, wie es dort aussieht. Und dort, wo die Sprites herkommen, wenn es einen Ort gibt, wo dieser herkam, wenn es ein Sprite ist, dann können wir den nie erreichen. Dann können wir nie was ausrichten. Wir können dort nicht hin. Und selbst wenn wir dorthin könnten, glaube ich, ist dieser Ort, der würde uns sofort zerquetschen. Ja, dessen bin ich mir halt noch nicht ganz sicher. Also ich denke halt, es ist besser aktiv jetzt werden, als dass wir nachher auf dem falschen Fuß erwischt werden. Oh ja, aktiv, natürlich, 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 aber ich glaube, wir können nicht dorthin, wo er herkommt. Was denkst du denn, was hält uns davon entfernt, dahin zu kommen?
Wir haben nicht das Wissen, um überhaupt dorthin zu kommen. Und uns fehlt der große Schlüssel von Informationen. Wir sehen diesen Teil der Matrix und wir sehen so viel mehr als die anderen, als die ganzen normalen Menschen, Metamenschen, was auch immer. Aber ich kann nicht begreifen, wie es dort ist, wo die Sprites herkommen, dort, wo sie leben, dort, wo sie, was auch immer sie da tun. Aber dort muss es diesen Ort geben, wo er kommt, und wir können da nicht hin. Und was, wenn wir uns Hilfe von unseren Sprites dazu holen und die fragen, uns mitzunehmen? Ich weiß nicht, ob sie das können. Wir können es aber versuchen. Ja. Ich will dich ja jetzt gar nicht damit reinziehen, Daily. Ich bin nur hier, weil im Endeffekt Babel gesagt hat, wir müssen zusammenarbeiten. Und ihr beide wurdet mir genannt. Und ich denke, Babel hat einen Grund dafür, das zu tun. Deswegen... Nein, das ist richtig so. Das ist kein Reinziehen. Du bist ja jetzt Teil von diesem Kreis. Natürlich sind wir dabei, aber ich, ja. Hast du Angst? Natürlich. Hast du keine Angst? Ich denke nur, Angst ist kein guter Berater an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich in den tiefen Falten war. Vielleicht war ich da noch nie und weiß es einfach nicht. Aber ich war schon ein bisschen unterwegs mittlerweile. Und es war eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber klar, ich kenne den Zugang auch nicht direkt, wie ich hinkomme. Aber hat dir denn der Imker erzählt, was eine meiner Ideen war? Das Anlocken und dann gemeinsam bekämpfen. Richtig. Und dann, wenn wir ihn quasi bekämpft haben und er sich zurückziehen will, gehen wir ihm nach. Und dann versuchen wir klarzumachen, dass er es mit anderen vielleicht versuchen kann, aber nicht mit uns. Du hattest noch keinen direkten Kontakt mit dem Mann ohne Gesicht, hast du gesagt, ne? Nein, ich habe das gehört, was der Imker meinte. Okay, dann. Aber was ist, wenn dort noch mehr von seiner Sorte sind? Was ist, wenn es eine Falle ist, die uns dahin locken soll? Woher sollte er wissen, dass wir derartig jetzt auf seiner Spur sind? Das stimmt. Der Imker hat es dir wahrscheinlich erzählt. Er hat versucht, mich zu korrumpieren. Und hat deftig mich unterschätzt. Und beim nächsten Mal, klar, wird es nicht mehr so einfach sein. Aber deswegen will ich jetzt, gerade aus dem Grund, will ich nicht mich zurücklehnen und sagen, ha, 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 ich warte bis zum nächsten Mal. Oder wenn jetzt einer, guck mal, ihr präsentiert euch hier auch auf dem Präsentierzähler. Schau dir den Brunnen an, wo die ganzen Datenströme von euch rauslaufen, gerade jetzt auch Teile von mir mit dabei sind. Es ist jetzt quasi wie ein Aushängeschild schon gerade für den. Und ich weiß nicht, einer alleine von uns gegen den, wenn er vorbereitet ist, dann haben wir weniger Chancen. Aber wenn wir drei zusammen unsere Kräfte zusammenlegen, mit unseren Sprites zusammen und dann voll zuschlagen, ich glaube schon, dass wir eine gute Chance haben. Und ich denke auch nicht, dass Babel uns gänzlich allein lassen wird. Ja, natürlich. Aber wir dürfen diesen Ort nicht gefährden, wir können ihn nicht hierher locken. Das weiß ich jetzt auch, ja. Dieser Ort ist von Babel ja geschützt und versteckt. Und das ist unser Rückzugsort. Wir können es nicht hierher locken. Dann müssen wir jetzt ihn zu einem von uns locken. Oder in irgendeinen Knoten. Und zu dritt können wir Kräfte entfesseln, die ein einziger nicht entfesseln kann. Wir können vielleicht die Tiefen der Resonanz anbohren, um dort mit neuem Wissen zuzuschlagen. Ja, es ist sicherlich besser als zu warten. Du hast recht. Aber was... Angst mag kein guter Berater sein, aber lieber ziehe ich zur Not den Stöpsel und bin der Feigling. Nee, es soll keiner über seine Maßen hinaus strapaziert werden. Das finde ich auch, da stimme ich dir auch zu. Ich will auch ganz klar niemanden hier mit reinziehen, der nicht bereit ist, die 9 Miles voll zu gehen, also die volle Distanz. Aber ich kann dir nur so viel sagen, wenn's dich erwischt das nächste Mal und du den mal zu Gesicht bekommen hast, dann möchte ich nicht, dass du nicht mehr zurückkommst und korrumpiert wirst, sondern dann möchte ich eigentlich, dass du vorbereitet bist und weißt, was auf dich zukommt. Ja. Spielleiter, OT, kann ich ihm eigentlich emotionstechnisch vermitteln, was an dem Abend oder in der Nacht passiert ist? Also so, dass quasi in Resonanzsprache, damit es deine fühlbar ist? Emotionen kannst du...
Bis zu einem gewissen Grad. Also du kannst nicht dieses ganz furchtbare, ekelhafte Dings da, kannst du zum Glück nicht nachahmen, das ist ja klar, aber du kannst das, was es in dir ausgelöst hat, das kannst du ihm senden. In irgendeiner Form. Okay. In irgendeiner Technomancer-Form. Dann, okay, back in time. Wenn du möchtest, Deli, kann ich dir versuchen, mal einen Strom von dessen, was an der Nacht passiert ist, direkt zuleiten, wenn du den Strom zulässt und dich dafür öffnest, damit du vielleicht besser verstehen kannst, um was es hier geht. Desinformation ist der Feind, Information ist der Freund. Natürlich, natürlich, natürlich. Gib mir 5 Minuten. Sicher. Jo, Deli ist hart abwesend, aber er hat sich schon geöffnet. Und Billy konzentriert sich und schließt die Augen und fasst dann einen der Kristalle an. Ich wollte gerade sagen, nimmt seine Hände, aber da sind ja keine. Fasst einen der Kristalle an den Schultern und denkt sehr oder fühlt sehr emotional nochmal diese Nacht und die Begegnung mit Gunfist VR und dem Mann ohne Gesicht. Mach mal bitte eine doppelte Resonanzprobe. Ein Erfolg. Es geht ganz viel verloren. Du hattest zwei Erfolge. Allerdings reicht der Eindruck wohl durchaus, um das innerliche Leuchten der Kristalle sehr hart verblassen zu lassen. Wenn ich das mal quasi als Emotionen in Bildersprache übersetzen darf. Es ist ja Technomantie. Ich versuche es zu Ja. übersetzen. Düster. Entschuldigung. Ist doch okay. ja. Also er blockt sich ab quasi, wenn du jetzt quasi gegen meine Probe gewürfelt, er blockt vieles ab, was zu viel wäre für ihn, wenn ich das jetzt mal so interpretieren kann. Ich denke, das ist eine gute Interpretation. Es ist besser, etwas zu tun. Siehst du? Das denke ich mir halt auch. Und genau da ist der Imker schon, denke ich, genau auf derselben Spur. Soll man uns mal gucken, ob er irgendwie verfügbar ist und dazu kommt und wir einen Kriegsrat halten? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, und ich fasse an meinen Fuchspfotenfuß, ne, und an das Mark, an das leicht süßlich riechende Mark untenrum und erfrage, ob der Imker uns joint. Also nicht mit Panik gerufen jetzt, nicht, Das dass ist es, ne, ja. gratis, ne? Hilfe, Hilfe, komm schnell vorbei! Ich krieg die Gurkenglas nicht auf! Die Gurkenglas? Ich krieg das Gurkenglas nicht auf. Seit wann haben wir denn Gurkengläser? Hier ist doch neue Resonanz von mir hier. Ich hab Gurkengläser aufs Regal gestellt. Was für ein Regal? Na, das neue von Ikea. Ich glaube, ich bin Fleischstamm. schwanger. Ich habe nämlich Marshmallows da. Oh, jo, du Schlampe. Also, Ja. die Insekten fangen emsig an, also die dazu irgendwie gemacht sind, Nektar zu sammeln und den in ihre Wabe zu bringen. Und es scheint so, dass wenn dieser Prozess, der wohl noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, beendet ist, dass der Imker dann kommt. Okay. So nach einer halben Stunde. Ja, okay, kein Problem. Ich sitze noch mit Deli gemütlich da und wir unterhalten uns halt weiterhin über das Passierte. Gut. Ja, und dann kommt der Imker auch quasi frisch mit Rauchdingenskirchen Pfeife? durchs. Ja, Pfeife. Danke. So heißt das mit dem Rauchdingenskirchen, durchs Unterholz gestarkst. Ich sag diesmal nicht, dass Hallo? ich meine Hand zum Gruße erhebe, sonst verstehst du es wieder falsch. Pff. Hallo Imker. Hab ich das letztes Mal falsch Ja, verstanden? ziemlich. Das ist ja düster. Also, ich muss noch ganz kurz. So. Setzt sich dann zu euch. Ich freue mich, dass ihr beide mal die Möglichkeit hattet, euch zu unterhalten, euch Ja. kennenzulernen. Und ich What? nehme an, es geht jetzt um die Krise. Es tut mir ja leid, dass ich in so einer schlechten Zeit zu euch komme, quasi. Wäre schön, Kommst du in der euch. Zeit, in der es richtig war? Ja, das wären Babels Worte, denke ich. Und wie gesagt, wir Ja. sind ja auch noch nicht so lange zusammen. Neues Netzwerk halt. Ich weiß nicht, ob. Ich habe jetzt gerade mal Deli verklickert, was Sache ist, und habe ihm mal Ströme rüber geschickt zum weiteren Betrachten und Verarbeiten. Und bevor wir jetzt weiter Pläne machen, hatte ich halt gedacht, holen wir dich auf jeden Fall mal dazu Na klar, und na klar. schauen. Also, wenn wir ein Lockmittel haben und es kommt. Du sagtest, das letzte Mal hast du es zurück in das innere verfaulte Netzwerk geschickt mit Angriffen. Jo.
Richtig. Ein ordentlicher Schlag und es war nicht mehr so begeistert davon. Aber er wird dieses Mal, wenn er mich quasi angreift, wird er, denke ich, nicht so unvorbereitet wieder ankommen und mit einem Sprite. Ich denke, er wird in die Vollen gehen müssen diesmal. Er kennt mich jetzt. Ich weiß nicht, ob die Korruption im direkten Gefecht so gut ist. Ich glaube, die Stärken der Korruption sind, naja, Korruption. Hintenrum. Ja. Und das Gegenmittel davon ist Konfrontation und Information, um Deinformation und hintenrum zu bekämpfen, oder? Also wenn er kommt, es kommt. Attacke, wenn es sich zurückzieht hinterher. Mit einem Sprite, der seine Spur aufnimmt, hatte ich gedacht. Also ich wollte mich vorbereiten insofern, dass wir, also ich auf jeden Fall mit Sprites aufwarten werde. Einer davon wird definitiv ein Sprite sein, der ihm verfolgen soll. Ob das funktioniert, ist die andere Frage, ne? Naja, also auch ich hab meine Agenten sind auch sehr bewandert im Verfolgen von allerlei Dingen. Wenn wir vielleicht beide, dann haben die zusammen bestimmt bessere Chancen. Das ist okay für mich. Also einen, wie gesagt, einen definitiv, der ihn verfolgt und eventuell einen Sprite, den ich schon mal, den ich beim letzten Mal dabei hatte, der ihn jetzt auch quasi schon kennt und gut an meiner Seite gekämpft hat, den würde ich als zweiten hinzuziehen. Gut, ich werde sehen, welche Spinnen ich vom Netzwerk her anlocken kann und dann denke ich, sind wir bestmöglich vorbereitet. Wieso Spinnen? Sprites. Okay. Warum sagst du Spinnen? Weil die Sprites, die ich im Kopf habe, die mir schützen vor allen möglichen Gefahren der Matrix, sie sind immer Spinnen. Die großen Verteidiger meines Netzwerkes. Meines Netzes quasi. Interessant. Bei mir Frage ist es noch. Entschuldigung. Nee, ich fahr fort. Frage ist, was wir als Lockstoff nehmen können. Also was wir schon mal wissen, ist, dass er auf Datensuchen anspringt, wenn es darum geht, Daten auszugraben, die eigentlich vernichtet sein sollten. Darauf springt er an. Richtig? Ja, bei mir war es sehr persönliche Daten, die ich gesucht habe, um sie dann verschwinden zu lassen. Beziehungsweise an Stellen im Netzwerk einzugraben, wo sie niemand findet. Das ist ja interessant. War das bei dir auch der Fall? Nein. Okay. Das verwirrt mich. Ich habe Informationen ausgegraben und wieder zusammengesetzt, die jemand versucht hat zu unterschlagen. Und der Prozess ist noch im Gange. Wie gesagt, mein Problem an der Sache ist nur, dass ich nicht im Mittelpunkt stehen möchte, in dem Moment, dass er quasi wegen mir wieder kommt. Weil, wie gesagt, wenn ich der Auslöser bin, dann schätze ich, dass er viel stärker vorbereitet sein wird. Und nicht auf dem kalten Fuß erwischt wird. Oder nicht so einfach. Okay, ich mach's. Ich hab was im Kopf. Ich werde was präsentieren. Auch deine Resonanz, die ich von dir spüre, ist sehr stark. Und jetzt verzeiht mir, wenn ich vielleicht jemanden auf den Präsentierteller setze, aber Deli, wie sieht's denn bei dir aus? Dich kennt er noch nicht, von dir weiß er noch nichts. Er würde dich wahrscheinlich als einfaches, und das in Anführungszeichen, einfaches Ziel erachten und relativ unvorbereitet an die Sache herangehen, schätze ich mal. Die Verbindung zwischen uns dreien ist nicht klar nach außen hin bis jetzt. Das ist unser Vorteil. Und ich weiß, es ist kaltschnäuzig, es tut mir leid. Nein. Dann brauche ich aber den Schutz deiner Spinnen, wie du sagtest, weil ich allein bin vermutlich das einfachste Ziel für Korruption. Wir sind quasi nicht von deiner Seite weichend. Ach, Deli ist der Spinnenmann, OT? Nee, Deli ist der Spinnenmann. Deli sprach gerade mit dem Imker hier, ich brauche den Schutz deiner Spinnen. Ah, okay, gut. Gut. Also Imker ist Spinne und Deli ist irgendwas anderes, aber das macht ja nichts. Ja, Imker ist ja alle komischen Insekten und Deli ist der komische Geologe. Ja. Basalt, schön. Hier jade Stein in meiner Hand.
Bitte was? Und so. Nee, mach nix. Tabaluga. Also, ich glaube. Geht weiter, Junge. Junge. Ja. Geht weiter. Lass dich schon nicht ablenken hier. wir würden dir natürlich, also ich würde dir auch jemanden an die Seite stellen. Direkt vorweg. Die Frage ist nur, auf was du dich konzentrieren würdest, herauszusuchen. Ich werde mich einfach leiten lassen von all den Informationen, die aus den Brunnen dringen und die. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es, wenn ich es sehe. Ich weiß, dass ich was habe, was funktioniert. Okay. Die Frage wäre dann, wann? Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Vorbereitungen treffen müsst. Das ist eigentlich, was ich damit sagen möchte. Denn ich würde mich gerne darauf vorbereiten können. Natürlich. Ich glaube, das Einfachste. Wir sind verstreut über die fleischliche Welt und wir alle haben noch nebenbei vieles zu erledigen, was sein muss, damit wir uns hier treffen können. Ich würde sagen, wenn jeder bereit ist, dann geben wir ein Zeichen. Okay. Das macht es, glaube ich, am unkompliziertesten. Ja. Wir werden einfach einen Draht offen lassen zum Raum hier. Und sobald alle bereit sind, legt jeder einen Stein da drüben auf den Bach, auf den Wasserlauf hier. Und wenn alle drei Steine liegen, dann wissen wir, dass wir einsatzbereit sind. Sehr gut. Deli, deiner natürlich als letztes, denn wenn dein Stein liegt, heißt das ja, dass das Lockmittel schon bereit ist. Deli nickt. Ich hasse zwei NSC auf einmal. Also. Aber so ein Zwei-Personen-Netzwerk wäre irgendwie auch komisch gewesen. Ja, sehr großes Netzwerk. Eine Partnerschaft dann quasi. Ist ein bidirektionales Netzwerk. Stimmt. Nee, ja? Hab schon verstanden. Hause. Bi, hat Bi gesagt. Hahaha, mu, mu. So. Genau. Bi von Biene, ne? Genau. Das meinte ich auch. Wenn ihr mich, entschuldigt, ich hab noch. Ich denke, ich sollte gleich mit der Vorbereitung anfangen. Ja. Wenn irgendjemand Bedenken hat. Dann jetzt. Genau. Habt ihr jemand in der Meat World, der sich um euch kümmern kann? Dass wenn etwas passiert, dass, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Und ein Aufpasser, ja, Sitter? Ist vorhanden. Ich denke, es ist gut, dass diese Person dann direkt zeitgleich über uns wacht. Was? Na, wenn wir es machen, dann sollte diese Person anwesend sein und ich weiß nicht, wie du das hältst, aber bei uns beiden ist es so, das haben wir vereinbart, wir machen das mit Vitalmonitor und wenn es zu schlimm aussieht, dann wird die Matrix getrennt, bevor es zu spät ist. Dampfschock. Autsch. Ja, besser als vielleicht nicht mehr rauszukommen. Ja, ich kenne das Gefühl. Mhm. Okay, ich glaube dann, Deli, hast du jemanden auch, also sprich, was in dieser Welt, in unserer Welt, der dich beschützt, wie einen Sprite bei uns, wie bei uns beiden, ja, meine ich? Du meinst jetzt hier? Ja. Ich kann nur einen Agenten des Wissens auf einmal fragen, also sie hören meine Stimme nur einer auf einmal und wenn ich verfolgen soll, dann ist das, habe ich nichts. Okay, kein Problem. Ich frag nur. Interesse halber. Natürlich. Gut, dann warten wir einfach, bis die Steine da liegen jetzt. Beiderseitiges Nicken. Gut, Billy umarmt beide und skippt dann weg im Laufschritt. Gut, ich wollte jetzt eigentlich noch so ein nicht? Final Countdown? Entweder das oder ein bisschen Rocky, ich weiß nicht. Ah ja. Wir rüsten uns. A-Team hätte es voll gut gepasst. Stimmt. Ich bin Murdoch. Leider nur mit Guy was, tut mir leid. Macht doch nichts. Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin kann sich jetzt gerne diese Musik selbst einspielen. Moment, jetzt. Jetzt reicht's aber auch wieder. Hier Kritik auch, ne? Gut, Billy lockt sich aus. Was wir jetzt haben, ist... letztes Mal haben wir am 4. August aufgehört. 6. 5. 5. 5. Das war dann also am Sonntag haben wir aufgehört, jetzt ist Montag. Genau. Okay, Moment. Das heißt, jetzt im Prinzip wird Folgendes passieren.
Dem Dr. Ivanovich sein Kommling krabappelt. Ja, aber ich darf da keinen Sound machen, deswegen geht er nicht ran. Nein, also. Wieso darfst du keinen Sound machen? Das war ein Witz, Mann. Hä? Frau, Entschuldigung, ich, eine Sekunde. Lady Foxy, was kann ich für Sie tun? Herr Dr. Ivanovich, ich würde gern Ihre Räumlichkeiten aufsuchen, wenn dem heute genehm wäre bei Ihnen. Oh, bitte, bitte. Sie sind natürlich immer willkommen. Das ist so gütig von Ihnen. Ich bräuchte Ihren Beistand. Was? Mit ihm redet sie immer sehr gut. Ach, komm jetzt. Es tut mir so leid. Der war jetzt wirklich... Also, das Junge, tut mir so leid. Jetzt leg mal die Hormone beiseite hier. Boah, ich bin doch erst 13. Ach so. Ja, das ist ja auch das typische Shadowrun-Spiel, Alter. Das ist eigentlich leider richtig. Also, ja, ich weiß, es war jetzt auch kein Scherz, Mann. Hab ich gelacht? Der ist viel... Nee, und du lachst ja nie, du alte Ironie, Kackwanze. Ich rauche nie, ich rauche ja auch nie. Kackwanze, geil. Auf der Mauer, auf der Mauer sitzt eine kleine Kackwanze. Geil. Also natürlich ja. Gerne kommen Sie, wann immer es Ihnen beliebt. Ich bleibe auch, ich kenne Ihren manchmal etwas anderen Schlafrhythmus. Wenn Sie gern später des Nachtens kommen wollen, selbstverständlich, überhaupt gar nicht. Ich richte mich da komplett nach Ihnen. Wenn Sie möchten, bin ich in einer Dreiviertelstunde bei Ihnen. Oh, sehr gern, sehr gern. Haben Sie einen speziellen Wunsch, Teesorten technisch? Irgendwas, was wach hält und die Sinne schärft? Oh, natürlich, ja. Das ist kein Problem. Hervorragend. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich bin dann auch gleich weg. Ich verbleibe in Freude. Sehr schön, danke. Mit diesen Worten wirft sich Billy ihren nicht mehr vorhandenen Pelzmantel in Gedanken über und wird sich dann auf die Straße begeben und wird zum Blue Cat laufen. Mhm, pass auf, du. Ah, nee, warte. Schaffst es. Nö. Würfel mal auf nö. Laufen. Nein. Yes! So. Es hängen keine Fleischer rum oder so irgendwas, also sprich. Beim Blue Cat, da wäre aber ordentlich Kacke am Dampfen, Alter. Naja, 200 Meter, das letzte Mal hing einer aufgeknüpft am Lampenmast, ey. Ja, aber das waren 200 Meter. Ja gut, ich sag ja nur, Einzugsgebiet ist 199 Meter, ne? Ach so. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ist ja Flummis Welt. Frag doch mal Flummi. Flummi, ich möchte bitte, dass du dich entmutest und... Nein, es sind 197,5 Meter. Da ist eine rote Linie kreisförmig angeordnet. Wunderbar. Einstweilige Verfügung. Da halten sich die Fleischer auch garantiert dran. Nichtsdestotrotz, 197,53 Meter altes Arschloch steht hier. Ich glaube, die will mich beleidigen und das noch bevor sie reinsetzt. Nein, ich glaube, es wird jemand sterben. Ach komm, ich möchte nicht, dass die jetzt einen neuen Charakter anfängt. Noch Schrober, noch, nein, egal. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch Flummitier begibt sich momentan hier mit uns im TS und hört sich das Ganze an. Und es ist toll, denn sie schreibt uns Comments im Teamspeak. Deswegen spiele ich heute ausnahmsweise mal nicht Browser-Games, sondern lese wissbegierig, was sie von sich gibt. Das ist geil. Gut. Ihr spielt Browser-Games, ich glaube ja. Doch, wenn ich mit euch spiele, spiele ich immer noch Browser. Ganz stupide, dumme, ich klicke eine Taste Browser-Games. Ich kann es halbwegs verstehen. Ich kann mir das leider nicht leisten. Also! Ja, du musst dich ja auch konzentrieren. Ich ja nicht. Ich muss ja Billys Ipes irgendwie rüberbringen die ganze Zeit. Hä? Wo? Wir sind noch im Outro? Weil Billy... Nee, das ist jemand anderes. Nee, weil Billy ist ja sowieso die ganze Zeit noch einmal R spielen und so Sachen machen. Ey, nichtsdestotrotz. Natürlich. Back to du bist topic. Da. Ja, ich gehe zum Blue Cat und möchte zu... Mädels, lasst ihr mich zu Wally mal bitte schnell. Die lassen sich selbstverständlich zu Wally. Die Mädels sind relativ angespannt, was vor allem daran liegen könnte, dass die Kollegen, die da so rumstehen und halt aufpassen, dass keiner die Mädels angrabt, wenn er nicht bezahlt hat und so weiter. Ach, dass Falcon? Die... Ja. Jemand, den ich kenne? Nein. Keiner, den du kennst, plus du hast ja... ein paar Mal gesehen, bla bla bla. Ne? Keiner von denen, die du auch schon mal gesehen hast. Es sind wohl andere. Und die sind auch üppig bewaffnet. Ja, Billy macht keinen Scheiß. Die hält sich auch gar nicht lange auf. Die geht zu Wallys Büro hoch. Das Tolle ist, dass du noch keine Idee hast, was ich jetzt eigentlich gerade machen will. Oh mein Gott! Wie immer eigentlich, ne?
Du bist Walli. Oben am Büro. Hallo, klopf, klopf, was? Klopf, klopf. Ja, rein. Hallo, Walli. Ich bin's. Und Billy lugt so in den Spalt der Tür herein. Ja, jetzt kannst du auch reinkommen. Ganz. Ich weiß. Ist alles. Danke. Ich wollte dir nur Zeit geben. Nee, ist okay. Na, wie geht's dir denn, Herzblatt? Halt dich bitte heute Abend aus Juschneu fern. Aus Juschneu? Mhm. Moment, wo war der Doktor nochmal? Das hat man niemals festgelegt, oder? Donskoy hat man festgelegt. Donskoy. Okay, ich bin jetzt sowieso gleich auf dem Sprung. Kommt jedenfalls drauf an. Hör mal, Mausehase, Bärchen. Bitte was? Ist dein allerliebster Männlein zu Hause? Pass mal auf, ich brauche nämlich ein... Ich wollte was kaufen gehen, ich weiß nicht genau, wo ich es bekomme. Und ich denke, du könntest mir eventuell mit einer Information weiterhelfen. Er ist im Club. Er ist im Club? Ja, das ist er. Ja, wunderbar. Du, meinst du, Boris kann mir weiterhelfen mit einer Substanz? Kommt ein bisschen drauf an. Psyche. Du fragst Sachen, ist die im Grundregelwerk? Wir haben sie im Grundregelwerk, ja. Psyche. Dann kommt die Information, ich weiß schon genau, was es ist, dann kommt die Information dazu nach einer kurzen Werbepause, bitte. Wellig Haar ist dir gegeben, lass es kleben mit Quark. Bitte weiter. Kennst du das nicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Meister-Propper-Werbung hatte man schon. Das ist Mao Zedong. Mao Zedong. King Nein, Kong. Ist irgendwo Junge, 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 das ist so unübersichtlich, dieses Regelwerk. 300 und warte mal, unten bei BTLs. Ach, scheiß drauf, ich nehme das PDF und such das mit der Suchfunktion, warte. Das mache ich ja schon gerade. Also. Man kann aber auch Shadow Wiki einfach nehmen. Da ist Cram, da ist Deep Sea, da ist Jazz. Wo ist auch die Verfügbarkeit? Nova Coke, Psych. Ingestion, 12 Body Hours, Physiological. Wo ist denn der Table? Nee. Hä? Warum ist die denn da suche kein... ja deswegen. Warum ist denn da kein Table drin, ey? Warte mal, da ist die Table doch. Psyche hat eine Verfügbarkeit von Strich und kostet per Dose 200 Nyan. Jetzt guckst du auf 411. Strich. Seite 411. Es ist quasi... Sekunde. Es ist quasi nicht... Also im Englischen, ne? Naja, es ist... ich bin auf dem Weg. Warum klickst du nicht einfach oben und tippst 411? Das tue ich doch schon, aber du weißt doch, wie es mit meinem Rechner ist. Ich habe also anderthalb Programme laufen. Lieber Zuhörer, wir machen einen Fundraiser demnächst. Der Trolli braucht einen neuen Computer. Das interessiert aber keinen von euch, ne? 411. Jo. Das ist doch nicht das, was ich dachte. Was dachtest denn du? Ich dachte, das ist etwas, was ich nicht absolut hasse. Es ist nicht so schlimm. Es gibt nur ein 1 plus Intuition, 1 plus es Logik und ein mentales Limit. Es hat keinerlei Nachteile. Außer diesen komischen, letzten, sinnlosen, also. Ja. Aber du, mein Freund, es macht ganz schön abhängig. Es hat wie Nova Coke die Abhängigkeit. Also da darfst du mich... Was? Nova Coke ist eins der härtesten Abhängigkeitsdrogen in der sechsten Welt, oder? Langweilig. Nee, ich glaube, da gibt's noch besseres. Zeughaft. Okay. Aber war wieder witzig. Warte, ich hätte einfach ins Forum kommen können. Das steht nicht im Forum. Du hast nicht im Forum. Dann ist es gar nicht verfügbar in Moskau. Okay, pass auf. Hat ein Addiction Rating von 6. Okay, ja? Vielleicht überlege ich mir das nochmal. Also, so, in time. Nach 10 Minuten in time. Warte, die saß die ganze Zeit da mit offenem Mund angestarrt und gleich eine Sabberfahrt. Was? Wie schnell brauchst du es denn? ASAP? Nein, auf gar keinen Fall. Nicht in der jetzigen Situation. Das heißt, wir wissen es auch gar nicht, wo wir das von irgendwem bekommen. Ja, es ist... Die sehr viel mit Drogen machen, sind die Fleischer. Okay, keine Chance. Und so was Spezielles. Ich kann niemanden entbehren, der jetzt danach guckt und fragt. Nee, das ist, verstehe ich schon auch. Dann mach dir keinen Kopf. Ich dachte nur, wenn, aber dann doch lieber nicht. Ne? Nee, dann doch lieber nicht. Wofür brauchst du das denn? Ich meine, das ist, es macht härter abhängig als Nova Coke. Nee, tut jetzt eigentlich nichts zur Sache. Es ist halt was Spezielles für mich und meine Sorte Menschen. Blondin? Mit dicken Brüsten und Bitch vorne drauf tätowiert. Mir hat ja gar nicht Bitch drauf tätowiert. Okay, nee, dann. So, also.
Wenn nichts geht, dann geht nichts. Du sagst, nee, es geht auf jeden Fall nicht. Soll ich mich, wenn irgendwann, oh Gott, nein, so weit plane ich jetzt nicht vor. Nein. Nee, ist auch gar nicht so unheimlich wichtig. Hängt nur mein Leben von ab, aber ist ja auch egal. Wer kümmert sich schon um die doofe Billy? Ich gehe jetzt. Nein, herzlichen Dank. Du hast schon genug Stress, ich mache doch nur Spaß. Ich habe gedacht, wenn, dann könnte ich mich ja bei dir umhören, aber wenn du gerade zu viel Stress hast mit den Geschichten, die so laufen, dann lasse ich dich lieber in Frieden mit so Scheiß von mir. Wo du aber gerade mal da bist. Ja. Es kann sein, dass also die zusätzlichen Leute, die jetzt hier sind, die könnten unter Umständen sehr schnell abgezogen werden. Und es kann sein, dass es hier potenziell Stress gibt. Das heißt, hast du eine Möglichkeit, wo du sonst unterkommen könntest, außer in Juschneue und Tschafrino ist eh nicht dein Fall. Hättest du was kurzfristig? Im absoluten Notfall, ja, klar. Okay. Ich würde dir so schnell wie möglich Bescheid geben, aber es kann sein. Verstehe. Tue ich zwar nicht, aber ich sag's einfach mal. Es kann Stress geben, das reicht ja. Ja, denke ich auch. Ja, klar, nee, kein Problem. Mach keinen Scheiß. Ich doch nicht. Okay. Wenn du noch was brauchst, was anderes, was Kleines, dann melde dich. Och, pff. Nee, das, nee. Okay. Ich denke, das passt sonst alles gut. Das, Dankeschön. Passt da auf dich auf, ne? Hm. Stellst du nichts an und so? Hältst du dich raus? Doch. Nein. Naja, man hat ja so Verpflichtungen. Gut, weiß ich Bescheid. Hm. Also dann gehe ich natürlich auch nochmal um den Tisch herum, drückst du ganz dolle, ne? Lange. Keine Ahnung, so 4 Sekunden. Das ist für Billy ja sehr lange. Sie drückt dich auch ganz fest, sodass eure riesen Brüste euch an den Kinn schlagen. Und the Pelvis Bone sich gegeneinander drücken. Richtig. Hm. Sehr geil. Richtig, habe ich jetzt gerade noch drauf gewartet. Hm. Ja, nee, dann packt auch Billy ihre 7 Sachen. Und packt den Bumsbuddy und fährt zum Dockes. Gut. Also komme ich jetzt zum Dock, ja? Ja. Dankeschön, so nett von dir. So nett von mir. Was bist du wieder lieb heute zu mir? Ja, und wir können sogar mal so weit schon vorgehen, dass du vom Muskel reingelassen wurdest und der Doc schon dasteht und er trägt ein Hemd und ein Schlips. Hallo, Herr Doktor. Eine feine Anzughose. Och, so schick heute? So galant? Ja, ich hatte für heute keine Termine und ich erwarte in nächster Zeit viele Patienten und ich, Sie müssen wissen, Lady Foxy, ich fühle mich so sehr wohl und habe bestimmt in der nächsten Zeit nicht mehr die Gelegenheit, das so zu tragen. Ah, so viel Arbeit? Ich denke, es könnte einiges an Arbeit auf mich zukommen. Ach, akute Situation? Ich habe quasi schon Vorbuchungen, ja. Ach, von wem denn? Darf man das denn fragen? Das ist das Arztgeheimnis, nicht? Sie dürfen natürlich alles fragen, was Sie wollen. Ich werde mir nur bisweilen das Recht darauf nehmen, da keine Antwort zu geben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich sagen soll, aber... Setzen Sie sich doch welche, ja, danke schön. Mit Leuten, die ein Ohr abgeschnitten haben, haben sie nichts zu tun, nicht wahr? Er taxiert dich kurz. Ich behandle jene, die das Geld haben und zu mir kommen. Ich halte mich aus derlei Kleinigkeiten heraus. Das schadet sowohl dem Geschäft als auch meiner Expertise. Bin jetzt seit Jahren bei Ihnen, Herr Doktor, und vertraue Ihnen nahezu blind. Und bin auch heute wegen einem relativ, ja, ich will mal sagen, sehr ungewöhnlichen Fall bei Ihnen. Aber ich, in der Sache würde ich doch um uneingeschränkte Ehrlichkeit mit mir bitten. Es ist ein sehr heikles Thema gerade, ich weiß. Und ich denke auch in Moskau ist die Situation etwas bekannter. Und bevor ich jetzt heute mit meinem Anliegen weiter an Sie herantrete, würde ich gerne diese Frage von Ihnen beantwortet haben. Ich habe bei der Auswahl meiner Patienten niemals irgendwelche speziellen Angehörigkeiten ausgelassen. Ich habe
alle möglichen Personen behandelt. Ich jedenfalls akut Behandlungen. Ich werde weiterführende Behandlungen auch weiteren an manchen Gruppierungen nicht vornehmen. Allerdings, ja, so, das ist der Standpunkt, den ich da vertrete. Okay, haben Fleischer bei Ihnen vorreserviert? Herr Doktor, ich muss das wissen. Es ist nicht nur zu meinem Wissen, sondern zu Ihrem Schutz. Nein. Sind Sie sich 100% sicher, Herr Doktor? Und ich bitte wirklich um absolute Ehrlichkeit in dem Fall. Und es tut mir leid, dass ich gerade sehr krude bin. Nun, wie kann ich mir da genau sicher sein, wenn ich diese primitive Vereinigung ist ja durchaus leicht zu erkennen, wenn sich herausstellt, dass doch da Personen dabei waren, dann nehme ich mir dann natürlich das Recht, sie nicht auch in Notsituationen nicht zu behandeln. Okay, mir fällt gerade ein unglaublicher Stein vom Herzen. Vielen Dank. Ah, das perfekt, danke. Ich bin absolut beruhigt. Ich entschuldige mich tausendfach gleich hier an der Stelle bei Ihnen, auch nur für einen Moment den Gedanken gehabt zu haben, aber ich möchte hier Ehrlichkeit. Ich habe diese primitiven Menschen in meiner Vergangenheit behandelt und werde das auch weiterhin tun. Vorbestellungen gab es nicht. Okay. Weil ich würde wirklich sehr ungern hören, dass Ihnen was passiert ist. Das wäre für mich ein Drama, um es genau zu sagen. Meine Neutralität schützt mich in diesem Fall. Sie brauchen alle kompetente Ärzte, nicht diesen Tierarzt-Abschaum, der hier bisweilen irgendwelche Kugeln aus Leibern herausfischt. Sie brauchen jemanden mit Expertise, auch wenn ich Neurologe bin, sie brauchen mich. Und deswegen denke ich, dass ich da im weitesten eigentlich einen gesicherten Weg gehe. Ja, die Gefahr geht nicht von mir aus. Das ist nicht, ich mache mir nur Sorgen, dass Ihnen was passiert von der Seite, wo wir das hätten vielleicht abwenden können. Nun, Sie scheinen mir sehr, ergießt die Asthmatie ein. Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Sie scheinen sehr aufgebracht und was treibt Sie um? Sie hatten in der Vergangenheit nie erwähnt, dass diese Gang-Machenschaften Sie so beschäftigen? Die beschäftigen mich eigentlich nur trivial. Ich bin auch deswegen gar nicht hier, aber jetzt kam es gerade zur Aussprache und da wie soll ich es denn sagen? Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Ich möchte nicht, dass Sie in die Schussbahn geraten, weil Sie an irgendeiner Front aushelfen. Verstehen Sie? Das ist meine größte Sorge an der Stelle. Ich bin einigermaßen verwirrt. Ich habe Vorbestellungen für Beendigungen von Schwangerschaften. Ich habe Vorbestellungen für Implantationen von verschiedenen kleinen technischen Errungenschaften quasi und dergleichen. Okay. Sie meinen, die soziale Lage kann sich hier schnell zur Richtung Eskalation bewegen? Ja. Ich danke Ihnen vielmals für diese. Ich werde in dieser Zeit mein Geschäft schließen. Bitte bleiben Sie irgendwie soweit möglich von Fleischern fern. Ich werde in dieser Zeit mein Geschäft schließen. Okay, es ist, denke ich, zu Ihrer eigenen Sicherheit und man wird, denke ich, jetzt auch in Moskau viel in den Tagen darüber hören. Aber das ist auch natürlich auf höchstem Level des Schweigens angesiedelt, was ich jetzt gerade mehr oder weniger mitgeteilt habe. Sobald Sie diesen Raum betreten, sind Sie quasi Ende meiner Schweigepflicht im Begriff. Natürlich. Dankeschön. Okay, gut, ja. Das ist aber eigentlich gar nicht, warum ich heute hier bin, Herr Doktor. Denn, nun ja, Sie sind ja mit meiner Situation vertraut und ich vertraue Ihnen, wie gesagt, ja absolut. Das hatte ich jetzt schon mehrfach, glaube ich, gesagt heute. Ich bin total durch den Wind, es tut mir leid. Ich würde aber gerne Ihre Dienste in Anspruch nehmen und werde natürlich dementsprechend Sie auch entlohnen. Nicht wahr? Das, wie das Ganze auszusehen hat, ich werde mich auf, wie soll ich das am besten ausdrücken, auf eine Reise begeben, mentaler Natur. Und
bräuchte quasi jemanden, der auf meinen Körper aufpasst während dieser Exkursion. Wenn ich das so ausdrücken kann. Ja, ich denke, ich werde das so ausdrücken, wie ich das getan habe. Ich denke, sie, ich gehe richtig der Annahme, dass sie nicht mit psychedelischen Drogen Experimente wagen Nein. wollen, sondern... Ja, Nein. Gut. Es geht rein um Matrix-Angelegenheiten. Und ich möchte mir sichern, dass ich zurück in meinen Körper kommen kann. Und da ich sie als absolute Koryphäe in ihrem Gebiet erachte und sie, wie gesagt, mit meiner Situation vertraut sind und ich absolut in ihr Vertrauen investiere, das ich jetzt wieder mal betone und unterstreiche, habe ich sie als meinen sicheren Hafen ausgewählt. Es geht also um eine medizinische Überwachung während richtig. dieser prekären Phase. Exkursion, ja, richtig. Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Vergangenheit, dass sie da auch weite Reisen gewagt haben, da benötigten sie nie, jedenfalls kamen sie nie explizit zu mir in späteren Phasen, meine Unterstützung. Was also muss ich an dieser Stelle natürlich fragen, ist hier anders? Sagen wir es einfach so, die Reisen, die man mit der Zeit in meinem Gebiet auf sich nimmt, werden dann und wann etwas prekär. Und man möchte sich einfach sichern, dass man mehr oder weniger wieder in einem normalen Zustand zu sich zurückkehren kann. Sie wissen ja, dass ich einmal innerhalb der Matrix gefangen war für eine geraume Zeit und nun eine ähnliche Situation befürchten könnte, sollte mein Unterfangen nun ja nicht mit Erfolg gekrönt sein. Schwierig, ein sehr schwieriger Fall. In diesen Fällen ist es für die damalige und auch für die heutige Medizin nicht klar, ob es sinnvoll ist, sie von der Matrix zu trennen oder nicht. Wenn sie, wie sie sagen, verloren gehen würden. Das ist wohl wahr. Aber sie können ja meine Datenströme, nicht die Datenströme, meine Hirnströme überwachen und sollte ich zu viel Schaden nehmen, dann würde ich doch vorschlagen, den Stecker zu ziehen. Natürlich, wenn körperlich kritische Situationen auftreten, aber was ich eigentlich meinte, war bei diesem ganzen Crash, dass die Menschen, die verloren gingen, waren in einer Art Koma, das sich schwerlich unterscheiden lässt von dem Zustand, wenn sie ihre Exkursionen unternehmen. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Unterschied erkennen naja, würde. Neuronalen Schaden können Sie ja wahrnehmen mit Ihren Geräten. Neuronalen Schaden, das selbstverständlich. Ein Eingreifen von mir ist dann natürlich gegeben. Aber bei den Fällen von wo die Menschen in der Matrix gefangen waren, quasi, diesen war quasi kaum neuronaler Schaden sichtbar. Es war ein rein komatöser Zustand. Ja, ich denke nicht, dass wir in einen ähnlichen Zustand hier kommen werden oder in Gefahr laufen, in einen ähnlichen Zustand zu kommen oder eine ähnliche Situation. Ich gehe eher davon aus, dass wir mehr oder weniger, dass mir mehr oder weniger neuronaler Schaden zugefügt werden könnte. Und das ist rein hypothetisch. Im besten Fall wird das ein Spaziergang. Gut, in diesem Fall. Ich würde mich natürlich sehr gern bereit erklären, Ihre medizinische Überwachung zu übernehmen. Wunderbar. Dankeschön, ist schon mal an der Stelle. Natürlich. Um welches genaue Datum handelt es sich dabei? Da Sie jetzt den Laden zumachen wollen, sobald ich quasi hier raus bin, könnten wir dann quasi in absehbarer Zeit schon damit beginnen. Ich würde jetzt quasi verweilen, bis ich das okay bekomme. Nicht von Ihnen, sondern von meinen Kompagnons. Und dann würde quasi die Sache losgehen. Nun, ich werde natürlich noch die Implantation werde ich natürlich noch durchführen. Wenn absehbar ist, dass hier Gewalt eskaliert, dann werde ich eher schließen. Aber das tut nichts zur Sache. Ich denke, in 2 Tagen wäre es durchaus möglich, sie quasi 24/7 zu überwachen. Ich hätte noch eine sehr wichtige Frage. Wäre es mir erlaubt, über die rein medizinischen Scans hinaus
gewisse nicht-invasive Tests durchzuführen. Sie werden verstehen, für mich als Neurologe ist diese Reise, die Sie da erwähnen, ein ganz besonderes Ereignis. Für Ihre eigenen Forschungszwecke selbstverständlich. Unter Anonymität? Niemand wird das zu Gesicht bekommen, außer mir. Naja, eine Studie hat ja immer den Sinn, dass sie irgendwann einmal veröffentlicht werden möchte, nicht wahr? Ich bin nicht mehr gewillt, meine Erkenntnisse zu teilen. Dann haben Sie eine klare Zusage von mir. Oh, das freute mich außerordentlich. Dann denke ich, haben wir auch schon den Punkt unserer beiden Interessen gedeckelt, in dem Sinne. Ich bekomme Schutz, Sie bekommen Daten. Sollte nichts an medizinischen Kosten auftreten, natürlich. Übermäßigen und Kosten, dann werden wir uns nochmal, denke ich, einig werden, aber ich denke nicht, natürlich, dass das vorkommt. Das kann ich jetzt noch nicht garantieren und auch nicht absehen, aber ja, das wäre natürlich dann eine andere Basis wiederum. Nun, davon wollen wir nicht sprechen, das wollen wir natürlich nicht. Richtig. Zurzeit. Richtig. Gut, dann würde ich doch Ihnen erstmal recht herzlich danken. Natürlich, gern. Der Tee ist übrigens ausgesprochen hervorragend. Also es ist übrigens schwarzer Tee. Bäh. Warte, du wolltest was belegen, nee, der Junge. Ja, aber schwarzer Tee, Alter, bäh. Mach doch abhängig! Alles macht abhängig, Junge. Wenn dann, alles. Hier, Flummi, Alter, kannst du ja gerade mal einen Finger im Bobbes stecken, Alter. Banau, schwarzer Tee. Bäh. Hier, schwarzer Tee dann, ist richtig. Nee, ich trinke am liebsten grünen Tee. Aber so eine Darjeeling Second Flush. Zweiter Aufguss, richtig. Nein, das hatten wir schon mal, zweite Ernte. Das war nicht mit mir, aber zweiter Aufguss ist immer der beste anyways. Who the fuck cares? Ich nicht. Also richtig, Alex hat das jetzt brennend interessiert, entschuldige bitte. Nur grünen Tee kann man tatsächlich wirklich gut trinken. Der ist auch kanzerogen entgegenwirkend. Weißt du, was auch kanzerogen entgegenwirkend ist? Pimmel, Pansen und Nierentee? Nee, Pfeife rauchen auf Lunge. Echt? Mhm. Ich kann dir versprechen, du kriegst keinen Leberkrebs. Ja, keinen Leberkrebs, wunderbar. Dafür aber Tracheenkrebs. Ja, wer hat denn Tracheen, sag mal? Was bist du eigentlich für ein Mensch? Gar keiner? Ha, das erklärt einiges. Yo! Jetzt hör doch mal auf, den Chat zu spammen. Guck mal, wie abgelenkt der Typ ist. Die freut sich voll, Alter. Die freut sich voll, die mag Tee. Ich mag Tee. Ich habe die Möglichkeit, sie hier zu beleidigen und hör auf, dazwischen quatschen, Mann. Die kann sich jederzeit entmuten. Sie hat meine Erlaubnis und sagen, ey, fuck ja! Ach so, Mist. Ja. Dann verzeih, liebes Flumi. Ich habe übrigens noch eine Leber und eine Niere. Sogar zwei. Gut. Pass auf, ich lasse von dem Doktor dann irgendwann ab. Wen dürfen wir nicht dissen? Mich, aber ist egal, du lässt von ihm ab. Richtig. Ich lass vom Doktor ab nach einem kurzen weiteren Gespräch. Ich denke, wir haben ja die Eckdaten unseres Agreements mit besprochen jetzt. Und dann würde ich jetzt nochmal eine Sache versuchen. Oh mein Gott. Und zwar bevor die zwei Tage dann quasi rum sind, weil ich denke, du willst dann springen, die zwei Tage. Und zwar. Und zwar wird es so laufen, dass ich Fedor eine Nachricht schreibe. Und ja, ich schreibe eine Nachricht. Ich schreibe Fedor eine Nachricht, ob er momentan Hals über Kopf im Stress ist oder ob er einen Besuch empfangen würde. Damenbesuch. Ich sag's dir gleich vorweg, damit du weißt, sag ja oder nein, gleich vorneweg. Ich möchte Psyche kaufen. Und ich hätte als einzige Idee jetzt noch Fedor anzurufen. Jetzt sage ich einfach Metagaming hier, scheiß drauf. Das ist vollkommen okay, denn er hat sowieso keine Zeit. Das hatte ich tatsächlich, wollte ich gerade schon sagen, bevor du sagst, das ist Psyche. Ja. Du willst mir einfach natürlich, ganz zufällig. Ja, natürlich. Wunderbar. Dann wird keine Nachricht beantwortet von ihm. So einfach machen wir das doch. Doch, er sagt, er hat keine Zeit. Okay, dann kommt zurück, er hat keine Zeit. Ja, fick dich halt. Das schreibe ich natürlich nicht. Fedor, fick dich doch, Alter. Alter, fick dich. Wurde als kriminell markiert. Damn it! Hey, ist gut, der Junge, der pumpt dir drei Kugeln in die Lunge. Ne? Doch, ich musste was schreiben, pass auf. Du musst was schreiben, mir oder ihr? Musste ich, und zwar, nee, in meinen Kalender, also in meinen Shadowrun-Kalender, in meinen wichtigen Kalender, den einzigen, den ich gucke. Also, was ich nämlich vorhin sagen wollte, wenn wir jetzt diese Tage springen,
Es ist ja quasi für alles gesorgt, deswegen passt das. Nach dem Doktortag des Nachts am nächsten Morgen hast du halt in den Nachrichten das Folgende. Also, es gab da so einen winzigen Zwischenfall in Jusch-Neue, wo so ein Bordell, der Fleischer, da ist vielleicht so ein kleines Motorrad voll mit brennenden Materialien reingefahren und da brannte das halt so ein bisschen und dann sind die halt zu den Fenstern und zu den Türen und so raus und wurden vielleicht ein bisschen von allen möglichen Seiten durchsiebt. Und das war wohl ein ziemliches Massaker. Sag mal, ist die Schwester von der Dings draufgegangen da im Fleischer-Bordell? Von ganz früher. Ja, Prequels. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so, es gibt keine genauen Daten bisher über die, genau, von Anorexia, die Schwester, über genau. Die Opfer. Allerdings wurden viele auch ganz schön durchsiebt. Also da willst du auch nicht genau gucken nach den Bildern. Na, ich glaube, da nicht. Ist Kotzen angesagt. Wenn da halt ein Name, ihr Name wusste ich doch, vielleicht ist ja dann ihr Name da aufgetaucht. Also die Opfernamen sind da nicht draußen. Es ist auf jeden Fall ein ganz schönes Massaker, Junge. Nee, dann guckt ja auch Billy logischerweise nicht. Die interessiert sich ja für so einen Scheiß nicht. Die schreibt aber Jojo eine SMS und fragt, ob Jojo okay ist. Von Jojo kommt eine Nachricht zurück. Bei mir ist alles klar, ich bin nicht in Moskau. Das haben wir übrigens eingespielt im Voraus und haben jetzt einfach nur die Stimme eingespielt. Die sind so geschickt, oder? Ja. Hätte keiner mit gerechnet. Danke, Flumi. Ihr könnt ja auch dann, wenn ich jetzt im Urlaub bin, meine Stimme zurechtstückeln für irgendwelche Einsätze, die Billy sprechen muss. Ich habe damit überhaupt kein Problem, Jojo, wenn du mir die Niere entnimmst. Ungefähr so klingt das dann. Richtig. Gut, okay, wunderbar, dann geht's Jojo auch gut, dann ist Billy schon mal glücklich. Ah, brumm, 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 das heißt, wir springen jetzt 2 Tage, nachdem dieser Unfall war? Genau. Okay. Was jetzt ja heißt, 200 Meter von mir entfernt ist das Bordell von den Falcons quasi, also von Valeria. Billy wird sich ein bisschen unruhig fühlen und wird eine Nachricht an Milena schreiben. Mhm. Ich glaube, ich steige genau da ein, wo du mich haben willst. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich den Wink mit dem Zaunfall richtig verstehe. Okay. Hallo Milena, mir geht es gut. Werde mich in Kürze aus Novosibirsk bei dir melden. Gezeichnet die kleine Füchsin. Okay, zur Erklärung, Alex, Milena ist Lies, was sind das, Kindermädchen? Kindermädchen, gewesen, ne? Ja, die Nanny. So wie Düss ja eine Putze hat, hat drei Billy Putzen. Auf jeden Fall drei Putzen, nackt, hat Milena, hat Billy ja dann ein Kindermädchen gehabt und das ist Milena, genau. Richtig. Ja, gut. Antwortnachricht ist nach dem Motto, große Freude, richtig fett, Alter, aber sei vorsichtig. Alter, du lebst noch, müsst erstmal zurückkommen. Anywho, kommt aber nicht. Anywho, kommt aber nicht. Die Crew wusste Bescheid schon mittlerweile. Yo, Gedönsen, dann fährt Billy irgendwann am Tag X fährt sie zum Dogges. Ja, die anderen geben auch schon ihr okay, ne? Ja, ich dreh den Stein. Yep. Gut, du bist beim Dogges. Und er schließt dich an alle möglichen lustigen und unlustigen Sachen an, inklusive richtig schön Katheter und alles, was man so haben kann. Was? Ne? Katheter? Ja, natürlich. Ich bin nicht mehr getackt. Nein, du bist nicht mehr getackt. Da hat Billy sich garantiert einen Jogger angezogen. Nee, sie kriegt ja so ein schönes Arztröckchen, oder? So ein Patientenröckchen, oder? Hinten offen. Ja, kriegst du. Wunderbar, geil. Oh. Total mein Fetisch, also Billys Fetisch. als du in deinem Charakterblatt noch stehen hattest, 5000 Nuyen für Fetischkleidung, dachte ich nicht, dass es 700.000 von diesen halbes Nuyen Arztkleidchen sind. Ja, die kommt so schwer ran, Mann, da musst du den Vorrat aufstocken immer. Jo. Bei jedem Kackespielchen sind die dann einfach nicht mehr benutzbar. Ja klar, die wirfst du weg. Die kannst du nicht auswaschen? Nee, geht nicht. Nee. Jut, ich meine hier. Du bist vergabelt und die Sache geht los. Ja, ich habe noch eine Frage an Doc. Nee, habe ich nicht. Ich möchte keine Drogen einwerfen. Das wäre jetzt als der Moment. Als ob er dir das erlauben würde. Richtig. Stimmt. Warum eigentlich? Ja, weil er dir vielleicht irgendwelche anderen Medikamente dann geben muss und das zum Teil Wechselwirkungen haben kann, die relativ kompliziert sind. Richtig. Gut, ich komme Pilots erstmal mal ins Breit. Ich glaube, damit fangen wir jetzt an.
Gut, weißt du, dass du bei, wenn du Klammer auf SR schreibst, dann zwei Würfel mit Komma trennen kannst, was sehr gut ist, wenn du gleich den Schwund hinterher würfeln musst? Echt? Möchtest du mich Schwund würfeln lassen seit neuestem? Na, kommt doch an, wie hoch soll der Sprite sein? Ah, beim letzten Mal war es ein Dreier-Sprite, da hattest du gesagt, dass es dich Schwund eh nicht interessiert ist. Und da hattest du dich noch beschwert, dass du mich hast keinen Schwund würfeln lassen, aber jetzt ist ja auch egal. Stimmt, so war das. Dieses Mal würfelst du ihn auf jeden Fall so. Ich würfel einen Schwund hinterher, ne? Hast du gesagt, gut. Gut, ich möchte einen Paladin 5er. Alter, Falter, okay. Ich möchte in die Hatten gehen. Das, ich sage auch dem Doc noch, bevor ich mich quasi in VR einklinke, dass ich jetzt erstmal was mache, was eventuell meinen tatsächlich physischen Körper beeinflussen kann. Und dann Schwundwürfeln war. Helf mir nochmal. Na, Compile und Schwund hätte ich gern, ne? Ja, also Compile ist SR 5. Und das andere ist SR 10. SR 10? Ah, nee, SR 9, Entschuldigung. SR 9, ja. Das ist Charisma und Resonanz. Heuchtersch. Immer noch 6 und 3. Gut. Dann, gebe ich mal ein Go. Also für den Compile habe ich 2 Erfolge, habe somit einen Dienst. Und für den Schwund habe ich 3 Erfolge. Und damit kein K. Und damit keinen körperlichen Damage. Sehr schön. Willst du dir deinen Sprite, du hast doch schon eine DMT-Art beschreiben. Nee, du hattest beim letzten Mal den Paladin-Sprite. Ah, den Space-Armbrust-Guy. Den Space-Marshal Schlag mich tot. Mhm. Den rufe ich auch wieder. Der kennt den Kampf schon, der soll jetzt auch wieder erscheinen. Er wird auch erscheinen? Hatte ich für den irgendeine krasse Stimme? Nee, ne? Keine Ahnung, der war ein bisschen hibbelig oder so irgendwas, keine Ahnung. Ja, er lädt seine Armbrust auf jeden Fall und Hallo Sprite. Wird sich schützend vor dich stellen. Er nickt dir nur grimmig zu. Du weißt, was heute Abend passieren wird? Heute? Jetzt? Bald? Alles oder nichts. Du bist also bereit, wunderbar. Hab Dank. Und meinen anderen Sprite werde ich mir aufsparen in dem Moment, wenn er wirklich da ist, weil das wird kein Registrierter, sondern das wird ein Compiler. Achso, warte mal. Ich habe jetzt kein Register gemacht, ne? Genau, den müsstest du noch registrieren. Und dann hat der aber 10 Würfel. Was hab zum ich? Zum Widerstehen. Na, du hast deine Registrieren plus Resonanz. Also 3 und 3 sind nur 6. Oh. Nicht! Lass den jetzt erstmal so, wie der ist. Hm. Ja, der Deli, der wird das schon ordentlich zurückverfolgen, der Junge. Nee, wenn dann der Typ sowieso losgeht, wäre ich meinen Sloth, oder wie es auch immer heißt, ranholen. Spürhund. Den Spürhund ranholen, austauschen. Weil wenn der Typ sich verziehen will, dann hat der andere Sprite ohnehin seinen Zweck erfüllt. Klingt auffallend logisch. Ja, macht Sinn, ne? Hm. Jetzt, wo ich das so sag. Ja, wunderbar. Also wir stehen bereit. Ihr steht bereit. Wo treffen wir uns eigentlich? Schon mal gar nicht ausgemacht. Ja, der Knoten, der wird dann bekannt gegeben. Das ist... er braucht einen Knoten mit guten Wörtern. Das ist also auf jeden Fall. Es ist der Knoten. Der Verwaltungsknoten einer öffentlichen Schule in Kalifornien. Hatte ich gesagt? Nicht Kalifornien. Free State. Florida? Doch, Kalifornien. Free State. Kalifornien. An Kalifornien. Und das ist keine Stadt. Hier Stadt einsetzen in Kalifornien. Es ist nicht L.A. Wie wär's denn mit Irvine? Klingt auf jeden Fall schön. Es ist Irvine, natürlich. Geil. Dementsprechend, wie ist denn der gestaltet? Schule wie ein Bälleparadies mit Lehrbüchern so circa. Also richtig behindert, Junge. Ich dachte, die haben ihr Mammut, ihren Maskottchen. Hä? Maskottchen von der Footballmannschaft. In Kalifornien. Denkst du, ich kenne jede Footballmannschaft in Kalifornien, Alter? Ey, du kannst doch in mir nicht, als ich habe jetzt noch was erfunden, Mann. Leg mich auf den Arsch. Das war überzeugend, du Scheiß. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie kannst du das nicht kennen hier? Okay. Ich dachte, ich helfe mal aus. Die Stadt wenigstens? Ja, Irvine gibt's tatsächlich. Schade. Ich habe jetzt nicht alle... Nee, super. Die haben, nee, na klar, die haben eine Footballmannschaft und ich finde, Mammut passt. Ne? Mammut passt. Sehr gut. Es hat auch einen Helm, das quasi wühlt sich durch das Bällebad unaufhörlich und naja. Awesome. Die anderen beiden sind auch breit mit Sprite. Also du hast also so ganz viele kleine Spinnen im Bällebad rumkrabbeln, die du in ihrer Einheit auch als Schutz-Sprite begreifst. Mhm. Und Sekunde. Gute Frage.
Gute genau, Frage. Und du hast einen Sherlock Holmes-artigen, also vom Aussehen her Detektiv, der dann wohl der Spürhund-Sprite von Dedi ist. Mit Lupe alles absondierend. Auch dich. Sehr geil. Er sieht keine Moment. Pickel. Wir sollten doch aber gehittet sein eigentlich. Wir müssen doch versteckt sein. 1, 2, 3, ja, die Sprites, sein. Die Paladin-Sprites können sich nicht so richtig gut verstecken, ne? Ja, aber das macht ja nichts. Die können ja einfach in Billys Busen sich verstecken. Wow. Mhm. Ich dachte mir das auch, dass dir das gefällt. Gut, mal weiter hier. Ich bin ja ganz aufgeregt hier. Okay. Es dauert ein Weilchen. Das dachte ich mir. Das dauert noch ein Weilchen. Eigentlich müsste ich aus Prinzip 8 Stunden warten, aber das tue ich nicht. Das wäre eigentlich so richtig gut. Also genau nach 8 Stunden und 1 Sekunde. Kabam. Nee, es dauert aber schon 2 Stunden. Mhm. Also quasi in der Matrix eine Ewigkeit, aber das ist ja nicht so schlimm, wenn man genug, ne? Man ist ja doch ein wenig und so weiter. Vor allen Dingen Deli wirkt leidlich angespannt. Ich glaube, das sind wir alle. Richtig, richtig. Hat das Ganze, die Schule, also dieses Bällebad mit Büchern, ist relativ Licht durchfluteter Raum. Dem schiebt sich aber ein Schatten vor, wie halt, wenn es draußen dunkel wird oder gewittert, so circa. Und die Neonröhren innerhalb dieses Raumes flackern auch ein wenig. Und es fühlt sich ein wenig an, ich meine, du bist ein Fuchs, du hast also genug Pelz für alle, als würde sich so ein Knistern, was auch so die Haare zu Berg stehen lässt, bilden. Das machen doch die Bälle eh schon wegen der elektrostatischen Aufladung am Pelz, oder? Nur wenn du drin rumtauchst. Also, und dich okay. Wühlst und überhaupt. Dann lass ich's. Dann lass ich's. Genau. Und du hörst ein, pass auf, dissonantes Surren. Nicht gut, weiß ich selber. Entropie. Entropie, natürlich das. Und dann tritt einfach so, ohne irgendwelche dramatischen Gesten, ohne irgendwas, ohne den Hauch von, weiß ich nicht, tritt dieses Ding ohne Gesicht durch die Tür, sieht euch an, also es dreht zumindest Deli. Seinen gesichtslosen Kopf zu euch. Na, zu Deli doch eigentlich, oder? Ja, ihr steht ja aber ungefähr in, also, ne, in eure Richtung. Okay. Was keine Augen hat, ist es nicht klar, wen es fixiert. Okay. Und geht ganz galant und ganz geschmeidig einfach auf Deli zu. Du hattest jetzt eine Aktion von mir? Weiß ich nicht, es geht erstmal auf Deli zu. Ich halte ein für einen Moment und sagen wir es mal so, wenn er die Hand ausstrecken will, um Deli zu berühren, dann feuert Billy los und gibt auch ihrem Guardian Bescheid. Er steht erstmal da und fixiert Deli. Lange. Was macht Deli? Was macht Deli? Nicht zurechtkommen. Angst haben. Zittern. Es klirrt leicht. Es klirrt leicht. Wie ein Kronleuchter dabei. Wie wenn du zu irgendeinem kleinen Geschäft reinkommst und die haben diese Türdinger da. Die Windspielsche. Genau, die Windspielsche. Wunderbar, die Windspielsche. Düstere Windspielsche. Klirr, klirr. Die machen nicht klirr, klirr, die machen klirr, klirr. Genau. Okay. Und also fixiert ihn eine Weile, so 3, 4, 5 Minuten, was irgendwie ganz schön unangenehm lange ist. Und nimmt dann in jeder Hand einen Ball. Okay, holt er aus mit dem Ball? Nö, er nimmt die erstmal in die Hand. Knetet die. Es gibt dieses Geräusch, wenn du das Plastik zusammendrückst und das dann immer so wieder rausflutscht, dieses leicht unangenehme Geräusch. Lässt es ihn wieder fallen. Dann wartet es durchs Bällebad. Umrundet Deli. Hat er uns wahrgenommen? Also sprich, ja, das ist eine gute Frage. Nur Deli wahrgenommen oder uns wahrgenommen? Gute Frage. Es hat sein Gesicht nie spezifisch in die Richtung gedreht, wo ihr wart. Oder seid. Innehalten, Deli. Macht Deli sogar. Das Ding nimmt nochmal 2 Bälle in die Hand. Also je einen, ne? Nein, das war dumm. Es nimmt einen Ball in die rechte Hand. Und mit der linken... Naja, die linke Hand stopft er sich in das weiße, nicht vorhandene wirkliche Antlitz und reißt sich quasi das Gesicht so auf, dass man denken könnte, es wäre eine Art Mund, stopft diesen Ball da rein. Okay, dann
dann was dann? Angriff dann. Okay. Attacke! Ich nehme an, du willst du es mit Resonanz machen oder willst du es mit nicht Resonanz machen? Resonanz spiken. Okay, Stiefel. Komplexe Form. Jetzt müsste ich mich dran erinnern, was ich beim letzten Mal für einen Spike gemacht habe. Wie stark der war. Fünfer, glaube ich, der war ziemlich heftig. Wenn nicht sogar ein Sechser. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich gemacht habe. Har, har, har. Stimmt, das könnte auch ein Sechser gewesen sein. Ich glaube, weil es war alles auf einer Karte, Sechser. Na dann. Okay. War Resonanz und Software zusammen, ne? Plus zwei, weil wir uns plus ja jetzt wegen VR. Deines Nachteils, ne? Ach nee, VR nicht, aber wegen deines Vorteils, meine ich, wegen Analytic Minds haben wir ja, ne? Gebufft. Quasi 7-9. Also 9 Würfelskin. Ja. Ich gucke nur gerade wegen. Aha. Wegen was? Ich muss ja dagegen werden. Würfeln und so, ne? Ja, muss ich den faden auch gleich hinterher, oder? Ja, bitte. Also auch SR9. Okay, ich habe 2 Erfolge auf meinen Angriff und 7 Erfolge auf meinen Fade. 7 Erfolge, leck mich doch am Arsch, hätte das ja gerade umgekehrt sein können. Na, wie hoch ist denn der Fade, der Entzugsdings? Ich habe es mir jetzt gerade nicht angeguckt, wie hoch der Wert ist. Ich glaube, der wird plus 1, ne? Moment, stimmt. Die komplexe Form. Also ich habe jetzt zweimal SR9 im Endeffekt gewürfelt gerade eben. Der Resonanz hat, die weiß keine Persona, L plus 0. Hat ein Drain Fading L plus 0. Dann kannst du froh sein, dass du 7 Erfolge hattest. Mhm. Aussehen machst du noch bitte kurz? Der Resonanz-Spike, der jetzt quasi gerade geflogen kommt. Ein Fuchsbandwurm. Geil. Sag bitte nicht, dass du den dir aus den Hintern ziehst. Nee, der kommt aus der Schnauze gesprungen. Okay. Geflogen. Gespuckt quasi. Ja. Mal nicht Blitzeleffekt, ist immer dasselbe, immer die Blitzeleffekte. Sieht aus wie Darth Vader und ne. Da kommt jetzt ein Fuchsbandwurm aus Billys Maul gespritzt und attackiert den. Bam! Gut. Der Fuchsbandwurm fliegt in die Öffnung, in die Restöffnung, die noch sein Mund, Schlund, was auch immer gewesen sein soll. Aha. Kommt aber direkt danach rausgeploppt, in diesem Ball gefangen. Die anderen Sprites sowie der Imker machen natürlich jetzt auch voll den krassen Resonanz-Shit und gehen alle auf das Vieh los. Richtig harte Junge. Er steht einfach nur da. Manche Dinge tun ihm weh und manche tun es nicht. Der kümmert sich einen Scheißdreck gerade darum? Bitte? Der kümmert sich einen Scheißdreck gerade darum. Bei dir hatte er wohl Glück, dass irgendwie, ne, und so weiter. Bei dem Imker hat er auch noch Glück, die Sprites richten schon irgendwo Schaden in der Struktur an. Also die Armbrüste landen da im Knie und explodieren wie letztes Mal. Und das sieht auch aus, als wäre das schadhaft. Aber er knackt nicht zusammen, er fällt nicht um und so weiter. Und er steht halt einfach da und macht nichts. Und schaut weiter Deli an. Was macht er mit dem Ball in der Zwischenzeit? Na, der Ball ist ja rausgeflogen und hat quasi deinen Fuchsbandwurm mit raustransportiert, wie so eine Blubberblase. Also, und das war's aber auch schon. Er schaut Deli nicht mehr an, weil er von der Explosion des Blitzens aus der Armbrust eines Sprites rumgerissen wurde und guckt einfach in die Richtung, wo er quasi stehen geblieben ist, sein Körper, da weißt du? Okay. Beliebige Richtung XYZ. Fuck. und macht nichts. Das heißt, ich kann jetzt quasi nochmal draufballern, ne? Gern. Es ist bloß blöd, weil du mir irgendwie jetzt gerade das Gefühl vermittelst, dass absolut alles, was wir machen, hier gerade fruchtlos ist. Naja, so ein halbes Knie ist explodiert. Nennst du das fruchtlos? Ich weiß nicht, der sieht ziemlich... Also so wie du es beschrieben hast, habe ich den Eindruck, der kümmert sich einen Scheißdreck darum. Ja, nee? Naja, ich meine, er wird schon verletzt. Ja, er wird schon verletzt, aber nichts Besonderes. Hat Deli Angst, oder was? Deli hat mordsmäßigen Überschiss. Aber okay. Ich meine, er sieht dieses Wesen ja in echt das erste Mal und das war ja schon auch für dich ganz schön widerlich, ne? Jo. Können wir unseren Angriff zusammenlegen, sag ich mal? Also das letzte Mal hatte ich ja davon geredet, dass wir threaden können. Also das wolltest du nicht so richtig hören, aber halt... Nee, ich habe einfach nicht begriffen, was du meintest und hab's auch im Regelwerk nicht erfunden, aber... Ja. Was mir halt eingefallen ist, was geht. Was geht, ist, wenn einer einen Mark auf den legt. Ich habe nochmal nachgeguckt, man kann natürlich Marks auf Sprites legen, man kann sie nur nicht hacken. Ja. Und der andere einen normalen Matrix-Angriff macht, dann kriegt er natürlich deutlich mehr Schaden. Weißt okay. du?
Okay, dann versuch schon einen Hack, oder? Was dir lieber ist, du musst dann nur halt Bescheid sagen dem Imker. Ein was von beiden ist halt sinnvoll, ne? Okay, ich... Ja, ich sag denen Bescheid, dass ich jetzt hack. Okay. Okay, und dass ich mir einen Mark holen will. Fuck, ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert. 8 Würfel. Hm. So, hier, VR plus 2, ne? Jo, also 10 dann. Hm. 3 Erfolge. Ein Erfolg. Dann hab ich doch jetzt glatt einen Mark. Richtig. Beschreibung, please. Das Mark sieht so aus, dass Billy ihren Hinterleib das mit dem Fuchsschwanz erhebt, in seine Richtung deutet und dann quasi Haare vom Schwanz abfeuert auf ihn drauf. Ein Stachelschwein. Quasi fast schon wie ein Stachelschwein. Aber halt Fuchshaar quasi auf den Mantel des was auch immer das ist, drauf. Verpasst ihm also einen Pelz? Naja, also 3 Haare an der Schulter heißt nicht, dass er einen Pelz hat, aber es ist halt das Mark. Er hat jetzt also wenn ich Haare. 3 Haare auf der Brust habe, dann bin ich auch ein Bär von daher. Ja, Pelz. Pelz auf der Brust. Das sehr ist gut. Aber auch Schimmel. Bei mir ist es Schimmel. Nein? Doch, doch. Nur gut. Schreiben. Okay. Also ich habe einen Mark mir geholt bei ihm. Ja, 3. 3 Erfolge bei warte. Wem? Ach, ich habe da richtige Würfel. Buja, also der Imker. Nimmt daraufhin seine Pfeife in die Hand, befüllt die nochmal ordentlich mit Rauchwerk. Tabakwerk, tabakähnliches Werk und stülpt die dann direkt über die Stelle, die du markiert hast, sodass richtig heiße, schöne Pfeifenasche auf den Körbe des Viehs, ne, so richtig hart und aha. Düster platzt und es sackt zusammen, fällt in das Bällebad. Und die Glut brennt sich weiter durch den Körper. Die anderen Sprites sind natürlich nicht untätig und feuern da auch noch wild drauf. Bis das führt dazu, dass das Ding sich aufbläht wie so ein Luftballon. Na, Luftballon ist eine schlechte Beschreibung. Stell dir vor, jeder Millimeter dieser Figur wird vollgepumpt mit ganz, ganz viel Gas und es bläht sich auf in einer grotesken Fratze, bis es platzt. Es ist ultra unangenehm. Es ist, du wirst von so einer Art wie Mehlstaub, also der ganze Raum wie von einer Art Mehlstaub überdingst. Es brennt in den Atemwegen, es brennt auf der Haut. Mach mal bitte Willenskraft und Firewall. Und es ist irgendwie schmerzhaft. Willenskraft 4, Firewall, meine eigene Firewall, ne? Sagst du 4, ja. 8. 4 Erfolge. Alter Falter, warte mal kurz. Ich würfle heute, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich sehe das auch so. Hm. Huch! Okay, Deli hat's hart erwischt. Die kristalline Struktur perlt irgendwie in kleinen Rinnsalen von ihm ab und es ist ein klingender, hell klingender Schrei, aber auch gleichzeitig das Geräusch, als würde irgendwie Stein, dieses Einfrieren und dann erhitzen, ne, wo der Stein dann einfach bricht. Hm. So was in der Richtung kommt von dem, während auch der Imker offenbar ganz gut mit dem Zeug zurechtkommt. Und ja, also da die Steine, da brechen auch ein paar ab und das sieht einfach aus wie unendliche Qualen. Jetzt gib mir gerade mal kurz eben einen Überblick. Haben wir das Vieh gerade geknipst oder was? Oder? Es ist quasi explodiert. Ist irgendwas entkommen? Ist da ein Fitzel übrig geblieben? Ist ein Schatten gerade am Weggehen? Gib mir mal eine Information. Ja, mach mal bitte. Ja, mach mal bitte Matrix-Wahrnehmung. Matrix-Wahrnehmung? Plus 4, like every time. Every time, immer dasselbe mit dir. Da, was war ein Computer und Int. Hm. Plus 2, ne? Oh, ja. Und 3 Erfolge. Ich hab 6. Möchtest du Edge benutzen? Ja. Bitte. Boah, Alter. Nee, sind nochmal 2 Erfolge obendrauf. Also, du siehst nichts. Scheiße. Ich compile einen Sprite. Also ich verabschiede Stufe? Mich. Ich verabschiede mich von dem Sprite, den wir gerade eben, also den ich eben gerade hatte, den Ultra Commander Schlag mich tot. Ja. Er salutiert und verschwindet in die Tiefen der Matrix. Und ich. Was hatte ich gesagt? Ich hatte mir einen 5er Sprite geholt als Commander, ne? Hm. Und dann hatte ich mir. 5er Sprite nochmal.
Ja, ich glaube, ja doch, 5er Sprite nochmal. Machst dann... du den Sprung gleich mit? Ja, ja, klar. Ist dann 9 nochmal, ne? Mhm. 4 Erfolge auf den Sprite und 2 Erfolge auf den Schwund. Okay, du, hast es tut Schaden. Weh, 2 Kane. Genau. Also, Spürhund Sprite. Hatten wir, ist egal. Es ist diese wunderschönen DMT-Arts. Du hast also so eine farbige Masse, die mehr oder weniger körperlos ist, die aber mit so farbigen Strömen seine Umwelt, ihre Umwelt ertastet. Die jetzt kommt und sofort beginnt, den Raum natürlich abzutasten. Wobei es die Stellen auslässt, die ganz viel von diesem Staub, ne, berührt wurden. Okay. Damit nicht selbst Schaden bekommt, logischerweise. Liebster Sprite, bitte finde die verbleibende Reste dieses Dings. Das ist die Anweisung. Und verfolge es. Gib uns den Standort durch. Also das Sprite wird jetzt keine Wahl haben, wird zusammen mit dem Detektiv diese Mehlspuren, und nennen wir es Mehlspuren, untersuchen. Wobei immer wieder, also das scheint den beiden Schmerzen zu bereiten. Selbst der Blick durch die Lupe auf dieses Zeug ist anscheinend höchst unangenehm für die beiden. Sie gehen dann im Raum umher, zu der Stelle, wo der Körper geplatzt ist, und sie erschaudern unheimlich, blicken jeweils in die Richtung ihres Beschwörers, und dein Sprite meint zu dir und nur zu dir: Wirklich muss ich das tun? Bitte nicht. Wieso? Es ist furchtbar. Ja, ich will das, da nicht hin. Dann zeig uns den Weg. Danke, danke, danke. Leit uns dorthin. Bring uns dorthin. Okay, es passiert Folgendes. Der Sprite bildet quasi wie so eine Art Kreis aus seinen Strahlen, die sich dann auf dem Boden ablegen. Kreis wie Portal. Halt ein Kreis auf dem Boden, das könnte man durchaus als Portal interpretieren, ja. Billy läuft in den Kreis. Es passiert nichts. Teleportation an! Gefällt mir. Richtige Zwischenfrage, hast du Skype an? Nee, aber könnte ich anschalten. Das Co-Sketch geht nämlich leider nicht. Deswegen. Also ich krieg keinen Raum auf. Warte mal, ich mach mal Skype. Eben kurz mal Skype angeschaltet. So, was? Jo, bin online. Da, hast du dein Bild. Also sie kommt gleich, ne, warte. File isn't available, sagt er mir. Was, wie, warum? Weiß ich nicht. Sagt 4, File isn't available. Okay, ich hau's dir ins Forum und beschreib's dir jetzt, okay? Was ist hier los? Okay, also. Was ist hier los? Irgendwas mit meinem Rechner, der will schon wieder Stress mit mir, glaube ich. Du stehst immer noch in diesem Portal, es passiert nichts. Natürlich wird der Imker ebenjeniges versuchen, stellt sich da rein, es passiert nichts. Deli extrem wackelig auf den Beinen, aber mit offenbar noch dem letzten Quäntchen irgendwas geht da rein, es passiert einfach nichts. Nein, bleib zurück, Deli. Wenn, dann alle gemeinsam. Du bist zu angeschlagen. Nein, dann sonst ist es, du habt ja keine. Mhm. Genau, und dann kommt durch die Tür. Nein, es ist nicht der Mann ohne Gesicht, keine Angst. Ich hoffe, du hast es jetzt gedacht. Nein, es kommt eine. Ich hab mir gerade die Hosen gemacht! Das sagst du dauernd, aber meistens vor Lachen. Nein. Ein anderer Sprite kommt durch die Tür. Es ist ein Sprite. Er hat in gewisser Weise Ähnlichkeit mit Irbs, einfach deswegen, weil es kein Sprite ist, den du bittest, und der deswegen durch die Bitte und seinen Willen, dir zu helfen, die Grenzen von der tiefen Resonanz durchquert, sondern ein Sprite, der in sich irgendwie frei ist, ne? Ich hätte auch sagen können, es ist ein freier Sprite, macht mir aber keinen Spaß. Macht mehr Spaß, mehr Worte zu benutzen. Mach weiter. Ich rede gern. Also, Das ist ein Sprite. Es ist eine Art metallisches Gnu. Gnu? Gnu. Okay. Das mit den Hörnern, ne? Das mit den Hörnern. Also so, schön. Sagen wir, so halb Steampunk, ziemlich verrostet. Darauf sitzt ein afrikanisch aussehender Mensch, der in gewisser Weise Menschlichkeit eingebüßt hat. Von der Statur her weiblich, inklusive einem stark gewölbten Bauch, der entweder so ein Hungerbauch ist oder ganz schön schwanger. Der Kopf dieses Sprites ist verziert mit irgendwelchen Hörnern, die er sich zum Schmuck aufgesetzt hat, die in verschiedenste Richtungen und von verschiedensten Tieren sind, da weisen. Und obligatorisch vollkommen weiße Augen und obligatorisch natürlich der Teller durch den Mund, aber mit einem Loch im Teller. Der kann gar keine Suppe mehr trinken, der Arme. Die Arme. Sowas.
Sprite-Suppe, die zieht man durch die Nase. Novakok. Billy schreit, Freund oder Feind? Keins. Wie keins? Noch keins. Entweder oder. Eins oder null. Wir können keins. Freunde werden. Okay. Was ihr versucht, ist zwecklos. Okay, so zwecklos scheint es nicht zu sein, weil anscheinend bist du wenigstens jetzt hier. Das ist eine Deutung. Was? Ja, mein Name tut nichts zur Sache. Nicht Namen, egal. Was? Ich weiß, was ihr versucht, und das ist löblich. Ihr könnt diesen Ort nicht erreichen. Aber? Und darum könnt ihr froh sein. Aber? Ich schlage einen Handel vor. Ich höre. Früher haben mich Menschen wie ihr um meine Hilfe gebeten. Ich werde das Tor, das dieses Wesen benutzt hat, um in die oberen Bereiche der Matrix zu kommen, verschließen. Und ich werde dreimal zu jedem von euch kommen und dreimal werde ich einen Wunsch haben und dreimal werdet ihr ihn erfüllen. Jeder. Ja. Was für... Warte mal, nee. Was? Dreimal einen Wunsch und was für Wünsche sind das? Das wird sich zeigen. Dreimal einen Wunsch für jeden von uns oder dreimal wir müssen zusammenarbeiten mit dir. Für jeden von euch. Ob von wem ihr euch Hilfe holt, ist mir egal. Unabhängig voneinander. Ja. Wenn ihr zusammenarbeitet, ist mir das egal. Aber ich werde zu jedem von euch kommen und ich werde drei Wünsche bei jedem haben. Ich werde durch diese Tür treten und ich werde gleich wiederkommen. Ihr habt Zeit, euch zu unterhalten. Es geht nach draußen. Wow. Verdammte Scheiße. Was denn? Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Damit hat jetzt wohl keiner gerechnet. Ich gehe davon aus, dass wenn wir jetzt nach Babel rufen, sich keiner melden wird. Aber nichtsdestotrotz werde ich es versuchen. Doppelte Resonanz bitte. Plus zwei. Weil du ja zwei Kompagnons hast. Vier Erfolge. Alter Schawalter. Ich gehe dir wieder tierisch auf die Sackratten heute, oder? Nö. Möchtest du Edge benutzen, um deinen Wurf schlechter zu machen? Ja, ich möchte gerne null Erfolge haben. Alle patzen. Ja, das ist okay. Nein, also Babel. Du spürst die Präsenz Babels, obwohl Babel durchaus leichte Schwierigkeiten hat, dich hier zu erreichen, wegen dieses Scheißzeugs, das da immer noch überall ist. Okay, Babel, ich mach's kurz. Danke, dass du kommst, aber können wir diesem bockreitenden Teller Vertrauen schenken oder nicht? Babel macht dir klar, dass es das nicht genau weiß, aber es kann dir sagen, es wird seinen Teil der Abmachung erfüllen. Ist es ein guter Trade-off oder nicht? Ich frag voll die scheiß Fragen, Alter. Also schweigt Babel. Das wird die Zukunft zeigen müssen. Daumen hoch oder Daumen runter, Männer? Die Daumen beiden Billy scheinen hoch. Noch kurz zu überlegen. Billy gibt hoch. In der Zeit, wo du schon mal hochgibst und die anderen beiden erwartest, ne? Was ich dir noch sagen kann, ist zum einen, so ein bisschen Wüstensand weht durch die Tür, was dich jetzt nicht so hart interessieren würde, aber das ist mir egal, das passt einfach zur Stimmung. B, der Sprite hat zumindest den Vorteil, nicht nur, dass es halt in der Matrix, in der tiefen Matrix geboren ist oder was auch immer entstanden ist, sich entwickelt hat, sondern auch, dass es über, ich sag mal Game Terms, über mehr Resonanz verfügt als ihr alle zusammen. Klar. Gut. Das macht Sinn. Irgendwie schon. Genau, Deli gibt, ich sage jetzt nicht Daumen hoch, aber gibt Zeichen für Ja und der Imker nach längerem Überlegen auch. Okay. Der Sprite kommt rein zu euch. Als hätte er es gewusst, die Sau. Mensch, woher bloß? Sieht euch mit seinen, also ich meine, es sind vollkommen weiße Augen, deswegen sieht das ein bisschen kalt aus. Kalten Augen an, nickt. Wir nicken zurück, also in Billy nickt zurück. Und geht dann durch das Portal, durch das ihr nicht gehen konntet. Fuck. Uff. Du hattest vier Erfolge. Ich glaube, die anderen werden das nicht so spüren. Zumindest bemerkst du es bei denen nicht. Aber etwas wird verschlossen, durch das etwas kam, das nicht schön war. Die Gefahr ebbt ab. Quasi.
Es ist nicht klar, ob das nun für ewig ist. Ja, ja, schon klar, du hältst dir alle Türen. Aber offen. Natürlich halte ich mir alle Türen. Ja, ja, ist doch okay, Mann. Ich habe noch mal eine Einzelsession, da mache ich genau dieselbe Scheiße nochmal. Ole. Abwechslung ist der Feind. Nein, auf jeden Fall. Aber du kannst dir sicher sein, dass du in nächster Zeit, und damit meine ich auch nächst längere Zeit, von diesem bösen Vieh erstmal nichts zu erwarten hast, nichts zu befürchten hast. Und du merkst auch, dass all die Mühen, die du hattest, diese Daten nun zusammenzustückeln, sich erheblich vermindern werden. Okay, das ist cool. Oh, und noch was, die Verbindung zu dem Ort, also zu eurem Netzwerkort da und zu den einzelnen Mitgliedern wird stärker. Sehr schön. Die Ströme fließen wieder, Leute. Ich würde sagen, wir haben es echt geschafft. Deli, wie geht's dir? Ich... Komisch. Mein Blick ist getrübt. Ich glaube, Deli verschwindet von einer Sekunde auf die andere. Shit. Imka, bist du okay? Ich... Dir geht's auch gut? Fuck das, keine Ahnung. Ich werde sehen, wenn ich wieder da bin, wo ich herkomme. Aber ich hab... Oh, fuck, ich muss aus diesem Nebel hier raus. Aus diesem Staub. Ja, wir gehen zurück zur Lichtung, oder? Ja. Ja, ich entlasse meinen Sprite natürlich auch aus seinem Dienst und danke ihm recht herzlich für alles, was er getan hat. Versteht sich doch. Mhm. Und ich schicke auch nochmal eine liebe Grußkarte und Blumenstrauß an Babel, dass er sich wieder mal um mich gekümmert hat. Mit lustigen Welpen drauf. Nein, weißt du, eine, wo aufklappt und alles so das Happy Birthday-Lied singt? So eine? Awesome. Naja, du weißt schon, von was Babel kommt zurück. Ich habe heute euch auch nicht Geburtstag. Nee, du weißt doch, aus meiner schamanistischen, techno-schamanistischen Bewegung heraus dankt Billy ja generell immer, gerade ihr Ment. Das ist ja, als würde ein Halbgott zu ihr sich herablassen und mit ihr tüdeln. Ich weiß, was du meinst, aber ich wollte mich drüber lustig machen. Das ist auch okay so. Ich wollte es nur jetzt für den lieben und die liebe Zuhörerin einmal jetzt gerade gesagt haben. Gut. Awesome. Awesome. Ihr seid an der Lichtung. Geht die Scheiße nicht aus dem Kopf? Das Ding kam an und hat nichts getan? Ich weiß nicht, ob der nichts getan hat. Ich denke, der hat was getan, aber wir wissen nur nicht, was er getan hat. Wir sollten Deli im Auge behalten. Auf jeden Fall. Er muss aber nur irgendwann zurückkommen. Das heißt, wir sollten einen Beacon aufstellen, sobald er da ist, dass wir informiert werden. Mhm. Gute Idee. Seine Resonanz nimmst du auch gerade nirgends wahr, oder? Die Verbindung ist momentan schlecht. Ich glaube, es hat ihm auch sein Bewusstsein gerissen. Wow. Das Ding ist aber schlagbar, wie man gesehen hat. Es war so verdammt einfach. Ich denke nicht, dass es einfach ist, im generellen Sinne dem Ganzen ein Ding gar auszumachen, aber wir können es auf jeden Fall unterdrücken für eine gewisse Zeit. Also tut mir leid, ich fand's nicht einfach. Ich musste mich ganz schön reinknien. Nein, natürlich, es war anstrengend und wir hatten Hilfe von unseren Helfern halt. Aber ich meine, weißt du, was ich meine? Es war trotzdem machbar, es zumindest in die Flucht zu schlagen. Das verstehe ich nicht. Warum kommt es denn dann an? Es versucht uns zu behindern bei dem, was wir vorhaben. Es arbeitet gegen uns. Und es scheint eine unerschöpfliche Quelle für unsere Begriffe zu haben. Ja, es scheint... Sprites. Irgendwann... Mir ist es mal passiert, ich habe nicht gut aufgepasst auf eine der Spinnen. War schlimm. Auf jeden Fall. Und ich habe immer versucht, sie wiederzufinden, weil ich damals noch nicht wusste, wie das ist, was passiert und so weiter. Aber nach nicht mal einem Monat war sie wieder da und meinte, sie würde immer wieder kommen können, wenn nicht, und dann war sie plötzlich still. Natürlich. Aber weißt du, was ich meine? Schwer zu sagen. Das Vieh kann vielleicht auch immer wieder kommen. Du hast gehört, dass es nur temporär geschlossen wird jetzt. Du hast doch Babel gehört, oder nicht? Babel nicht spüren können. Du hattest Kontakt? Ja. Deswegen habe ich... Was? Also was? Ich habe das jetzt nicht ganz begriffen, was du meintest. Das Ding kann nicht für immer fortgesperrt werden und
die Zukunft wird zeigen, was jetzt dieser andere Sprite auf dem Gnu von uns will. Ob gut oder böse, wird sich herausstellen. Aber wir stehen jetzt in dessen Schuld erstmal und haben dafür Ruhe vor dem Ding. Ob das jetzt ein Trade-off ist wie Pest gegen Cholera, das steht noch nicht fest. Ja, sagen wir mal so, der Sprite, der jetzt kam, er ist zumindest nicht so abgrundtief widerwärtig wie der andere. Ja, wir wissen aber nicht, ob das sein wahres Gesicht ist. Du hast Babel recht. Ich hätte Babel uns das nicht wissen lassen. Ich denke auch, wenn es tatsächlich eminente Gefahr gewesen wäre, dann hätten wir Bescheid bekommen von ihm. Dann hätte er gesagt, so nicht. Aber schau dir das, ruf dir das doch nochmal ins Auge, wie das aussah, das Ding. Die Matrix kennt viele Gesichter. Dys Outgame, du hast jetzt unten ich hab's im Bild TS gesehen einen Link. Ich hab's Bild schon aufgemacht, deswegen habe ich ja gesagt, ruf's dir doch nochmal in Erinnerung. Hübsch, Mechanical Gnu, ja, ich find's cool. Sehr interessant. Ach ja, die AK hat es nicht dabei. Ja, ist okay. Hattest du ja auch nicht beschrieben. Stimmt, ich bin ja richtig mitdenkend heute. Oh. Auf jeden Fall hätte uns Babel gesagt, nein, auf keinen Fall, aber Babel war sich nicht 100% sicher und hat gesagt, im Endeffekt ist es besser so, das Angebot anzunehmen, als es abzulehnen. Und wenn wir etwas trauen können an Babel. Ja. Aber inwieweit dieses Ding eine Parallelmacht zu Babel darstellt und seine eigenen Agendas hat und denen folgt und uns dann als Spielstöckchen benutzt oder was auch immer, wird sich rausstellen. Es hat sich nicht so falsch angefühlt, da gebe ich dir recht. Aber wir werden sehen, was daraus kommt. Ja, als nächstes sollte ich gucken, wie das mit Teddy ist. Ja, wir müssen nach dem Ausschau halten, wie es ihm geht und was mit ihm passiert ist. Ja. Ich werde auch Wunden erstmal verbinden müssen, jetzt quasi in Anführungszeichen. Natürlich. Und wie gesagt, einen Beacon aufstellen, dass sobald Deli sich meldet, dass wir wieder zu ihm stoßen. Und ansonsten danke ich dir natürlich ganz herzlich, Imker, für deinen Ansatz. Ohne dass du hierher gekommen wärst, hätten wir diese Aktion nicht mal durchgezogen. Was denn? Ich habe Probleme mitgebracht. Wir sind ein Netzwerk und wir haben uns ausgezeichnet geschlagen. Für kaum kennenlernen und jetzt etwas tun. Also es gibt niemanden, bei dem wir uns bedanken sollten, wir, außer natürlich Babel. Aber von daher. Es ist gut, so wie es ist. Warten wir mal ab. Ja. Okay, sie fasst ihm auf die Schulter und schaut ihm nochmal in die Augen und dann klingt sie sich quasi aus. Gut, der Beacon wird noch aufgestellt. Ah ja, gut, klar, das haben wir ja gemacht. Ja, das ist... Das ist eine Libelle, die Billy einfach anfliegt, sobald Deli auftaucht. Ja. Und das ist sowas äquivalent, wird wahrscheinlich dann auch der Imker tun. Ich denke auch, ja. Glühwürmchen. Oh, Glühwürmchen. Das klang sehr schön. Jo! Aber hallo. Bin mir jetzt etwas unschlüssig, wie ich fortfahre. Aber gut, Da es improvisiert ist, mach einfach weiter. Achso, ja, du bist Ah, nee, warte mal, der Bock hat dir eine Niere rausgenommen. Ich dachte, er hat mich vergewaltigt in der Zwischenzeit. Einmal schön ins Gesicht, also, weißt du. Es brennt ein bisschen. Ich habe von einer Banane geträumt, die sich automatisch in meinen Mund geschoben hat. Vorher hat sie sich geschält. Düster. Verdammt. Ich hab's zwischendurch versucht, das muss dir reichen. Ich weiß doch, hab ich mich beschwert irgendwie? Nein, aber ich versuche meine eigenen Gefühle der Unzulänglichkeit auf dich als kritischen Spieler zu übertragen. Thema verfehlt, sechsten Sets. Sechsten sechs Mann, verdammt. Verdammt, der Zonk hätte besser gepasst, egal. Nö, ich fand das Gewitter besser. Oder Dricke. Ja, genau. Genau, die Hupe. Schellen, die Fleischwurst abgezogen hier.
Wenn du dich aus der Matrix verabschiedest, also nur aus der VR, nein, du bist nicht vergewaltigt, du hast noch alle Organe, von denen du weißt. Der Doktor nimmt ja Rücksicht auf mich, ich weiß auch Bescheid. Von denen ich weiß, mein Eierstock ist weg. Richtig. Nee, aber du hast natürlich eine Infusion bekommen mit einer Lösung drin. Krass. Die Lösung fürs Kreuzworträtsel nächste Woche. Aha, mu. So. Hä? Egal. Ja. Es ist nicht die Lösung fürs Kreuzworträtsel nächste Woche, sondern die Ziehung der Lottozahlen. Ole, von 2000. Okay, schön. Ich bin quasi im Krankenbett und hab Aua, ne? Wobei es halt diesmal echt geht, ne? Letztes Mal warst du viel schlimmer mitgenommen. Ja, ich war ja auch vorbereitet dieses Mal. Richtig. Lady Foxy, ich habe zwischendurch... Ja. Wie geht es? Wie fühlen Sie sich? Etwas durch den Wind. Natürlich, natürlich. Fühlen Sie sich imstande, sich aufzusetzen? Ich denke doch, ja, das sollte gehen. Und mit den Worten legt sie sich auf die Ellenbogen und stützt sich auf. Gut, er wird dann die Lehne halt ein bisschen hochklappen, ne? Vom Bett automatisch, oder? Mhm. Okay. Und wird dann erstmal hier Pupillen leuchten und sowas. Ja, ich glaube, mir geht's gut. Ja, die meine Gerätschaften zeigen mir auch, dass sie soweit, also nicht vollkommen, aber dennoch im Großen und Ganzen in Ordnung sind. Ja. Ich hoffe, dass sie sich auch ihr Ausflug, er war erfolgreich. Ich glaube, ja. Eine dumme Frage, denn Ausflug erfolgreich ist. Entschuldigung. Man kann es jetzt einfach noch nicht sagen. Es war auf jeden Fall kein Reinfall und ich bin immer noch... Ich bin zurückgekommen. Ist das nicht... Das ist schon mal ein Erfolg, doch. Nun, ich... Ja, aber natürlich, das ist... möchten Sie etwas? Eine Tasse Tee hier. Sehr, sehr. Gerne. Bringt dir eine Tasse Tee. Grüner Tee. Ole. Gut, dass wir es ausdiskutiert haben. Siehst du, das mag ich so an dir. Du nimmst ja auch Rücksicht auf Spielerwünsche, ne? Stimmt. Manchmal. Das ist so wichtige Sachen wie Tee. Natürlich. Kauf doch mal. Oder Vokal. Düster. Ja. Oder Pelz. Oh. Oh. Entschuldigung. Schlimm. Mein einziger Erfolg in dieser Runde, weißt du? Da musst du nochmal auskosten. Dass du Pelz genommen hast, war dein einziger Erfolg. Alter, ich kaufe mir den wieder, ne? Egal jetzt. Hier ist alles soweit okay. Wie lange war ich denn weg jetzt? Komm, dann kannst du mir nochmal einen reinfahren jetzt, Alter. Gebe ich jetzt nochmal voll die Vorlage. Vier Wochen. Das war ein Witz, Alter. Der Gangkrieg ist rum hier, Spoiler Alert. Wir mussten das leider rauspiepen. Es ist Folgendes passiert. Alle sind tot. Du wachst auf und bist in einer postapokalyptischen Welt. Nein, also. Du warst nicht in irgendwelchen krassen anderen Matrix-Zeiträumen, deswegen kannst du ungefähr abschätzen. Du konntest ja sogar in dem Raum, wo ihr wart, die Zeit einblenden lassen. Du warst ungefähr, ich nehme an, ihr habt ja ewig gewartet, 3 Stunden insgesamt vielleicht weg, 4 Stunden. Ja. Also nicht länger, als du erwartet hättest, so. Gut, also alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Schön. Geht's mir gut genug, dass ich aufstehen kann und, keine Ahnung, pissen? Ja, ich meine, du hast 2 Kahne. Also, es tut ein bisschen weh, aber alles safe. Können Sie mal bitte den Katheter rausziehen, vorsichtig? Natürlich macht er das. Super. Er wird dich komplett abnabeln, er wird auch die Infusion dann quasi entfernen und so weiter. Haben Sie interessante Daten ziehen können, Doktor? Bemerkenswerte Daten, in der Tat. Sehr schön, dann hat sich das Ganze doch gelohnt. Das, ja, natürlich. Noch irgendwelche Medikamente, die ich jetzt nehmen sollte? Oder bin ich soweit im grünen Bereich? Nun, ich könnte Ihnen ein wenig Schmerzmittel, könnte ich Ihnen natürlich mitgeben. Ansonsten sehe ich keinen Grund für irgendwelchen Bedarf an Medikamenten. Okay, nee, Schmerzmittel habe ich noch zu Hause. Gut. Danke.
Huch, das war ein Ritt. Der Walküre. Ich würde nur natürlich im Vorschlagen rein. Ich denke, das ist auch in jedem Sinne, wenn ich mir so ihre Bewegungen betrachte. Ein wenig Ruhe ist vielleicht sinnvoll. Ja, ja, ja. Ich werde mich zu Hause hinklatschen. Also hinlegen. Entschuldigung, natürlich, ich bin noch ganz bitte, benommen. Natürlich, ich kann das verstehen. Ja. Denkst du, wo du schwach bist, ja, Alter? Drückt sie mir jetzt aber nicht ins Gesicht. Denkst du, du hast Ahnung von einem Spaß hier? Ich zeig dir mal die Welt, da würdest du aber untergehen. Alter, düster. Da wär's düster, mein Freund. Schlimm. Hm? Für ihn, genau. nicht für dich, für ihn. Ich weiß das schon. Für mich ist es immer düster, wenn wir spielen. Oh, jetzt tust du aber, jetzt ist zu viel. Ich hab's ja doch schon mal erklärt, wie das geht. Okay, ein bisschen höher noch zum Schluss wieder. Ah, das ist, Ich hab doch so eine männliche Stimme. Wisst ihr das? Ja. Schön. Ja. Oh, das war jetzt aber, das war schön. Na sag. Besser als Anal. Gut, Billy wird dann, denke ich, irgendwann die Hack rausmachen und Auto fahren kann sie ja, ne? Von dort nach Hause mit Guide, Drive Guide und alles. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Okay, kannst auch selber fahren, das ist alles easy. Ja, nee, nicht, wenn sie nicht muss, die ist doch faul. Nö, das ist okay. Gut, dann wird Billy, wie gesagt, nach Hause. Sich ins Bettchen legen und erstmal ja, auskurieren, denke ich. So mehr oder weniger. Du wirst am nächsten Morgen, wenn du erwachst, ein frisch zubereitetes Gericht von Erbs vorfinden nach einem eigenen Rezept. Geil. Oh Gott, ist es tasty? Noch warm. Danke. Ja, das gibt immer ganz verrückte Kombinationen, aber schmeckt eigentlich ganz gut. Sehr gut, sehr geil. Also er muss sicherlich noch viel ausprobieren, aber es ist auch super exotisch. Das sind halt wieder Sachen gemischt, die eigentlich, keine Ahnung, was alles, aber es ist eigentlich, kann man, lecker. Zahnpasta. Oh, die Blendi ist aber lecker. Mit Erdbeergeschmack. Und das sind auch meine Zähne gleich gebleicht. Super. Mein Magenraum auch, aber... Das muss so. Richtig, das gehört so. Klasse, nee, dann ist Billy auch, dank natürlich Erbs, freut sich auch, dass er die Maschine so toll angenommen hat. Ich glaube, der freut sich generell über die Maschine. Der hat dort richtig viel Spaß. Sehr schön. Das war auch genau die Idee. In der Tat ist es so, dass, also das, was da, es ist kein Sprite, was da ist, aber es ist, vielleicht ist es nur Ikonografie, vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen, aber... Er hat natürlich, weil er jetzt so ein dekadenter kleiner Saftsack ist, hat er eine Armada von Sklaven, nur mit einem Lendenschurz, sowohl männlich als auch weiblich, die ihm natürlich, wenn er etwas sagt, dann das zubereiten. Ah, das ist wichtig. Er ist der Chefkoch jetzt. Er ist eher so eine Art Diktator, aber okay, sie kochen halt gut. Gourmet de Küche? Ja. Ja, passt doch. Ist doch Wunder, es muss doch alles so sein, ist doch wunderbar. Ja, muss so. Mustard. Ja, gut. Klasse. Ich warte dann auch, bis irgendwann, wie gesagt, meine Libelle angeflogen kommt. Lass mich kurz gucken. Den Kleen hat's voll ausgenebelt hier. Meinst du mich oder was? Nee. Ach nee, den anderen Kleen. Deli, ja, den, ja. Du bist ja nicht der Kleene. Ich dachte, weil ich so und so. Weil ich so ein Süßer bin. Ei, so schnuggelig. In der Tat ist es so, dass es am nächsten Tag 18 Uhr der Fall ist. Allerdings bemerkst du noch, so nebenbei, bla bla bla, Nebeninformationen, die keinen interessiert, am Vormittag gibt es eine kleine Schießerei von Fleischern gegen Fleischern. Was? Fleischern gegen Fleischer? Ja, ja. Sind da mehr Details bekannt vielleicht? Straßenschießerei und wenn man so die die sensationslüsternden Reporter sieht, die da über die Leichen gehen, dann sieht man, dass da alle Leichen ein Ohr fehlt und dass die kurzen Videos, die irgendwelche wagemutigen Leuten aus ihren Fenstern gedreht haben, auch Leute zeigen, die auf Leute schießen. Also, ne? Du weißt, was ich meine.
Aber die hatten dann alle noch Ohren und dann am nächsten Tag haben sie keine Ohren mehr, oder? Nee. Es war also, man sieht aus diesen beiden Beiträgen, es ist halt Fleischer gegen Fleischer, Junge. Nicht viele, sagen wir mal so, insgesamt waren an dieser Schießerei 7 Leute beteiligt. Okay. Strange. Strange. Da gibt's einen Machtwechsel, ha? Huh? Na gut, wird man ja sehen. Geht mich ja nichts an. Ist ja nicht meine Solo-Session, die da kommt. Ja, aber ich dachte, ich kann dich jetzt schon mal informieren. Ah, ja, nein, klar. Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin wird sich auch über die Information wahrscheinlich freuen. Richtig, richtig. Was da noch kommen wird hier, da bin ich auch gespannt. Genau, und dann ist Beacon Time. Bam! Ja, Billy, wenn der Beacon angeht, wenn die gerade auf dem Lokus sitzt, geht die Feuer. Ist ihr doch scheißegal. Die macht sich mit dem Klopapier um die Schüssel, macht sie sich fest und dann geht die Feuer. So sieht's mal aus, mein Freund. Geil. Ich finde, da habe ich Edge zurückverdient jetzt. Du kannst all den Edge zurückhaben, von daher. Nee, es ist, also der Witz ist ja, wenn das wirklich so ist, was ja gern, ne? Ich stelle mir nur gerade vor, es dauert ein bisschen länger und du wachst auf und fällst vom Pott, weil du deine Beine nicht mehr spürst, weil die halt so hart die Blut abgedrückt hast und die Nerven. Alter, geil. Was das für einen Kohlkopf am Arsch gibt, wenn der so lange auf dem Pott sitzt. Willst du dir gar nicht vorstellen, oder? Doch. Ich will's googeln. Also, du bist VR. Oh. Deli ist da. Die Leuchtkraft ist noch nicht vollkommen zurückgekehrt. Ja, Billy kommt und setzt sich zu ihm. Hallo. Hi. Na? Geht's euch gut? Die Frage ist, wie geht's dir, Mensch? Ich weiß nicht. Mein Blick ist getrübt. Ich kann die Strukturen in den Informationen nicht mehr sehen. Scheiße, Billy fühlt sich gerade richtig schuldig. Fuck. Meinst du, das kommt doch wieder, oder? Das wird doch alles wieder. Ja, natürlich nicht. Es muss. Es wird. Hat sich jemand um dich gekümmert? Ja, es. Ich war nicht so stark verletzt. Aber? Ich weiß nicht. Mein Blick ist getrübt. Ich sehe die Strukturen in den Informationen nicht mehr. Gott. Es kommt wieder. Hatte ich Inka schon gesehen? Mm-mm. Dann ruft Billy mal jetzt nach ihm. Ja, die Glühwürmchen bilden halt die Worte, dass gerade es leider nicht möglich ist. Aber er sitzt auf dem Pott, der alte. Alte Pottsau. Vielleicht. Vielleicht okay. Ist er auch arbeiten. Ich weiß oder nicht, S. was. Ha? Oder sie oder es plus Zeitverschiebung. Ah. Richtig. Kann man irgendwas für dich tun, Deli? Nein, das ist doch. Danke. Nein. Wie hast du das Ganze jetzt verarbeitet? Mit der Zeit wird es besser, ich weiß nicht. Ich würde jetzt normalerweise sagen, komm, wir gehen aus und trinken einen. Aber ich glaube, du bist zu weit weg. Outgame. Weißt du, was ich dir damals für eine Wissensfertigkeit geschenkt hatte? Ah, Erdrinks! Ist mir sofort eingefallen. Oh, geil. Jawohl. Billy melkt die Bienen. Geil. Met? Bitte? Ja, Met? Quasi in den AR-Met. Geile Scheiße, Alter. Mit Vitamin Billy. Gefällt mir. Vitamin Baby. Willst du noch ein Edge zurück? Oh. Nee, brauch ich nicht. Ich kann's mir eins schenken. Komplett neues Edge jetzt. Ey, komm mal auf den Finger in Popo stecken. Kannst du das? Mach mal bitte. Sehr geil. So. Du so. Ein Met mit extra viel Vitamin BD. Wow, danke, das ist. Probier es, ob es dir schmeckt. Kurz überlegen. Er beträufelt sich mit dem Getränk, hat ja keinen richtigen Mund. Cool, das schmeckt ja anders als in der Fleischwelt, aber super. Man kann halt hier mehr Sachen machen, ne? Auf jeden Fall.
Ist halt viel interessanter. Naja. Wenn es wenigstens ein bisschen vom Scheiß abgelenkt hat jetzt, dann hat es doch wahrscheinlich schon mal seinen Sinn erfüllt, ne? Ich denke, es wird einfach dauern, was so dieses Zeug, was da aus ihm rauskam. Ganz schön krasser Scheiß, hm? Ich weiß nicht, so viel zerstörte, verfälschte Dinge, so viel Falschheit, so viel Lügen, so viel Welten aus. Ist interessant, was so möglich ist. Was ist so alles? Es ist interessant, was so möglich ist, was es so alles gibt. Interessant ist ein gutes Wort. Ja. Ich weiß nicht, für mich sind die Matrix überall Brunnen von Informationen, die Muster ergeben, die ich erkennen kann, die ich sehe und dann deswegen das Richtige zur richtigen Zeit als Werkzeug zur Hand habe. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nicht nur die Strukturen, den Infos sehen, sondern ich kann irgendwie noch so einen leichten Blick auf ein größeres Puzzleteil erhaschen, nicht auf das Puzzle, auf ein Teil, aber es war so... Lügen überall, furchtbar Scheißdreck. Du musst das einfach so sehen, dass es wo Licht ist, ist auch Schatten und mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Man muss beide Seiten kennen, um es komplett zu verstehen. Deswegen sieh es vielleicht als erster Schritt in eine neue Wahrnehmung. Damit man dem Ganzen was Positives abgewinnen kann, weißt du? Vielleicht, Vorsicht, dass wenn du anfängst, das als die zweite Seite zu sehen, dann darfst du nicht beide Seiten gleich stark betrachten, sonst wirst du am Ende, weiß ich nicht, Sklave von dem Ding. Tja, mal abwarten, was da noch rauskommt. Wir haben jetzt erstmal eine Verpflichtung. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ja. Aber Babel sagte, es ist sicherer, den Weg zu gehen, als nicht den Weg zu gehen. Von dem her haben wir, glaube ich, das Richtige gemacht. Ich glaube, das ist die Chance, die ich eher aus diesem ganzen Ding sehe. Ich meine, mit so einem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so einem krassen Sprite halt einfach für etwas für den zu tun, ist, glaube ich, ein großes Ding, ein gutes Ding. Hm. Vielleicht, hoffentlich, bestimmt, doch. Ich meine, was könnte so ein Sprite von uns wollen? Ich hab schon zu Imker gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, aber wir wahrscheinlich ein Spielstein im größeren Schachspiel sein werden zum Schluss. Und was das heißt, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es halt auch ein Gefallen von jemandem, der jetzt lange, lange in der Matrix lebt und dort seine eigenen Erfahrungen und Freunde, vielleicht Feinde gemacht hat und der halt einfach was als Gegenleistung wollte für das, was er da getan hat. Das? Nee. Das war viel zu mächtig, viel zu viel Matrix als das war fast eher sowas wie Babel. Hast du die Präsenz nicht gespürt? Outgame, nein, das kann ich nicht outgame. Moment, meinst du jetzt das Ding oder den Sprite, der dann kam? Der Sprite, der dann kam. Weiß ich nicht, ich würde es nicht mit Babel vergleichen. Babel ist ja irgendwo für mich alles mit in der Matrix und das Ding, das war halt eine eigene Entität und das war von Resonanz durchblutet, ja, aber es war nicht wie Babel. Babel ist irgendwie für mich noch mehr. Naja, dann werden wir einfach mal abwarten müssen. Das sowieso. Mhm. Und immerhin, wir können ja, wenn es so kommt, dass wir Figuren sind, dann können wir, ich meine, wir können ja uns wieder gegenseitig helfen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das auf jeden Fall. Und auch generell, wenn jetzt Not besteht in irgendeinem Fall, dann sagst du Bescheid, und wenn du Hilfe brauchst. Wir sind jetzt ein Team. Das war die Feuerpause. Wenn jemand von uns was braucht, dann sind wir da. Richtig. Das war die Feuertaufe.
Ich werde jetzt die nächsten Tage trotzdem mal untertauchen müssen im realen Leben. Aber ich kannst du das so einfach? Wie? Aha, so untertauchen. Wieso sollte ich das nicht können? Keine Ahnung. Was ist mit deinem Job? Da wo ich bin, ist momentan... Stimmt, ich muss noch jemandem Bescheid sagen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Da, ja, aber nichtsdestotrotz, ja, werde ich machen müssen. Da gibt's halt kein Geld. Für eine Zeit. Und man kann Wenn du dir das leisten kannst. Manchmal muss man das. Das stimmt auch wieder. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht wirklich fähig, was zu tun. Hast du einen Job? Also, hast du gar keinen Job? Ich weiß nicht, ob man das Job nennen kann, was ich mache. Ach so, ja, klar, was, wo ich möglichst wenig mit der Matrix mache, um nicht aufzufallen. Scheiß körperliche Arbeit. Krass. Ich mache genau das Gegenteil. Viel geistige Arbeit, ja. Ha. Ich könnte gar nicht ohne die Matrix. Ja, es ist, ich meine, sie ist ja immer da, aber was, wo ich... Nein, ich war schon an Orten, wo sie nicht ist. Oh Gott, ja, furchtbar. Tu das bloß nicht, wenn du es noch nicht gemacht hast. Irgendwelche Terroristen haben bei uns irgendwann mal so einen Mast in die Luft gejagt und da war sie einfach weg. Oh Kotzen. Ja. Die Konzerne sorgen aber dafür, dass sie dann bald wenigstens wieder da ist. Ja. Naja, aber ich meine, halt auf Arbeit muss ich wenig mit ihr machen, sodass ich halt nicht auffalle, aber ich habe sie ja trotzdem als Begleiter. Dann bist du doch nicht so jung, wie ich gedacht habe. So jung oder? War's? Ja, dann kannst du doch nicht so jung sein, wie ich gedacht habe. Achso, nee, bin schon Mitte 20. Ja, ich hätte im ersten Moment gedacht, du bist etwas jünger. Naja, also mein richtiges Leben hat ja vor nicht so langer Zeit begonnen, das hier halt. Ich sehe schon. Glücklicher du. Dann ist ja so alles noch so neu. Ja. Und alles noch so verwirrend. Gibt's noch viel zu entdecken? Ich hoffe, es wird immer noch viel zu entdecken geben und ich glaube das auch. Ganz sicher. Das sehe ich gar kein Problem mit. Oh, endlich halt. Ja. Was auch immer das heißt. Dass die Matrix unendlich ist zur Entdeckung? Ja, was auch immer unendlich heißt. Ach so, und das meinst du? Ja, ich habe da so ein relativ banales Konzept von diesem, ne? Und endlich wie nicht möglich zu erfassen. Naja, wer weiß, vielleicht erfasst man es doch irgendwann. Man weiß ja nie, wo sich noch alles hin entwickelt. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, die haben wir alle noch. Kann man nur hoffen. Okay, Deli, passt da auf dich auf? Ich bin so oft ich kann hier. Bitte? Ich bin so oft ich kann hier. Ich glaube, das tut mir gut. Gut. Weil ich muss nochmal los. Und ich denke auch... Wenn du sagst, du willst untertauchen, aber du bist trotzdem erreichbar, nehme ich an, für uns. Ja, klar. Ich bin weiter da. Okay. Ich werde den Standort wechseln müssen und ein paar Sachen erledigen. Okay. Aber ich bin da. Wenn irgendwas sein sollte, sag dir Bescheid. Wenn irgendwas bei dir ist, auch, na klar. Ja, ich schlag mich durch. Sowieso. Gut. Ne? Okay. Dann sag an den Imker einen Gruß, falls ich ihn nicht mehr sehe. Und wir bleiben im Kontakt. So sieht's aus. Ja. Und lass dich gesund pflegen. Es nickt. Okay. Und damit verabscheut sich dann auch Billy. Das war gerade so romantisch. Das ist unendlich, was sie entdecken können. Oh, so viel. Das ist er. Der hat's verstanden. Na, aber so, Billy denkt ja so gar nicht über die Matrix. Ja. Billy denkt auch, das Universum ist nicht unendlich. Tja. Könnte man jetzt eine Philosophiestunde drüber halten. Könnte man tun, aber deswegen ist es ja auch schön, dass ich jetzt irgendwie noch zwei Technomancer habe, die das anders wahrnehmen. Finde ich witzig. Das ist doch okay. Ist zwar super anstrengend für mich, aber finde ich witzig. Was ist super anstrengend? Dass du Diskussion mit mir haben musst? Nein, aber die beiden haben nun mal eigene Strömungen und das in Worte zu fassen, sodass es auch nach was Eigenem klingt, fällt mir nicht immer leicht, aber es macht Spaß.
Ah ja, natürlich, macht Spaß. Ja. Juhu. Eigene Strömung, aber die sind auch Babel. Die sind Babel, aber sind eigene Strömung, ja. Also keine Shamans, so wie ich eigentlich, oder was? Genau. Interessant. Soll Billy noch nach Novosibirsk abreisen? Weil sie müsste jetzt Gandhi Bescheid sagen erstmal. Und dann wollt ihr mich ja wegschicken. So ist es nicht. Du kannst auch gern bleiben, aber ich glaube nicht, dass du das willst. Jetzt hat die mich wieder unterbrochen, oder? Die ganze Zeit da. Schlimm. Wir lieben dich. Also. Billy ist tot. Ja. Ich mache jetzt meinen Nahkampf-Adepten endlich. Ich habe mich schon mit Dys geeinigt. Strike. War das jetzt nicht Strike oder Strike? Nee, Strike war das, glaube ich. Yes, endlich. Oh, die alte Kackschlampe weg. Pass auf, Dys. Die Duckentrenny. Du kannst Gandhi schreiben. Sein Comlink ist umgeleitet, weil er offenbar, das kannst du jetzt auch lesen, im Playground-Dings da ist, auf einem Festival, auf einem Goa-Festival. Okay. Und es ist kein Problem, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst. Billy kreiert auf dem Host auf Gandhis Mainstation ein sehr, sehr aufregendes Programm, was ihn zu Tode nerven wird und ihm damit Bescheid gibt, dass sie erstmal jetzt weg ist. Und klar, das gefällt ihr. Und dieses Programm wird er nicht schließen können. Aber Billy ist ja, sie sagt ihm natürlich Bescheid, dass sie erreichbar sein sollte via Remote, im Falle, dass er Probleme hat. Ansonsten ist dieses Programm installiert, bis sie wieder zurückkommt und falls er es versucht zu deinstallieren, wird es sich wieder reinstallieren automatisch und es verhindert jegliche Reboots. Und außerdem wird es dann und wann dieses, kannst du mal bitte das Ring einspielen? Hey, was für ein Ding? Das, wenn, was Flummi mal gemacht hat, was auf dem Soundboard ist. Ah, du hast hier... Genau. Alle random Minute ertönt dieses Geräusch. Oh Gott. Aber schon erst, wenn er wieder auf Arbeit geht, ja? Ja, klar. Wenn er auf Arbeit ist und quasi in so Momenten, wo man merkt, dass er voll konzentriert ist, das kann man ja daran am Augenrhythmus und am VR-Rhythmus sehen, wie er sich gerade bewegt. Und wenn er dann quasi in voller Konzentration ist, geht dieses Ding ab und zu mal an. Also alle wollen Gandhi nerven. Ihr denkt, ihr kriegt extra Karma dafür, hm? Nö. Achso, okay. Das ist einfach nur schön. Ja, ich find's auch witzig, muss ich sagen. Schön. Schreiben wir kurz noch auf, Gandhi hart nerven. Ja. Aber nichts mit Porn-Sites oder so irgendwas. Es ist einfach nur, dass Billy ab und zu aufploppt und sagt, Ring! Ich bin im Urlaub. Das heißt garantiert, ich krieg eine Gehaltsminderung oder so irgendwas. Was will man da noch groß mindern? Ja, stimmt auch wieder. Obwohl, nee, ist gar nicht so wenig, fällt mir gerade ein. Ich vertrau dir ja da, ne? Ja. Also meckere ich auch nicht. Muss sein Lebensstil nicht bezahlen, also reicht's eigentlich aus, ha? Huh? Mhm. Schon mal so, wo ich mich nicht drum kümmern muss. Finde ich aber auch entspannter. Okay, das machst du? Ja. Und ich würde das am liebsten jetzt folgendermaßen halten. Du machst dich auf den Weg nach Novosibirsk. Richtig. Und ich würde das dann gern machen, wenn du zurückkommst. Was mit, da passiert, meinst du? Mit Milena. Ja. Ach, die Geschichte, was da im Hintergrund passiert ist. Ja, klar, das müssen wir heute Abend. Ja, die Main Story startet ja jetzt mit Flummi. Ja, die ist ja auch zum. Ja, genau. Und jetzt geht's richtig los bei Flummi. Richtig. Du wirst mich, ich glaube, du wirst mich auch ein bisschen hassen, aber das ist nicht so schlimm. Ach, das, wenn's. Werden wir sehen. Bin ich mal gespannt. Du kannst mir nicht mal viel wegnehmen. Nee, dir nicht. Ja. Aber ich kann Jojo so hart zerlegen, dass sie dir richtig auf den Sack geht, Junge. Ich habe gelernt und ich werde das in einem Rahmen halten, der nur mittelmäßigen Hass auf mich zieht. Der wird Jojo nicht wegnehmen, Flummi, hör auf, so böse Sachen zu sagen. Der wird sie nur verunstalten, so mit kleinen Wassergefäßen und, weißt du? Bitte? Was? Ja, genau. Jo. Aus, sagst du? Was? Aus? Ich hab Narziss genießt, aber macht ja nichts. Ja, ach so, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, also es wird auf jeden Fall so eine Narziss-Geschichte, Junge, die wird auch irgendwann nicht mehr zurechtkommen. Ich meine natürlich, es wird super. Alex, das wird super. Das wird so super und düster wie das hier. Ich schneide das jetzt eh alles raus. Fick dich.
So, jetzt haben wir langsam die lang versprochenen Daten. Die sind jetzt schon seit, glaube ich, der 3.5 irgendwie angekündigt. Und jetzt, nach ganz viel Überlegen und nach ganz viel Umstellen und was weiß ich nicht alles, kriege ich das jetzt hier und heute hin. Viel Spaß, Luis. Viel Spaß, Alex. Und irgendwann vielleicht auch viel Spaß, Flummi. Präambel, wie immer. Ja, kann es halt nicht lassen. Es sieht ja so folgendermaßen aus. Zum einen, die Infos, die jetzt kommen, sind natürlich im Sinne der von Dys angesprochenen Entropie und des verbleibenden Rätselspaßes in keinerlei Ordnung angebracht. Und es ist auch gut so. Ich werde hoffentlich dran denken, dann auf WordPress noch das Ganze in schriftlicher Form zu hinterlegen. Einfach, weil man da vielleicht noch ein bisschen Überblick hat, wenn man sich das angucken will. Dys braucht das auf jeden Fall und Flummi braucht das auch auf jeden Fall. Von daher passt. Zweitens, Dys wollte irgendwas wissen von wegen hier, innerhalb der letzten 10 Jahre so von Njetkin und Namen wie Gordé Fomin, wenn ich mich recht erinnere, und halt verschwundene Menschen und bla. Das, was er jetzt hier alles rausbekommen hat, deckt sich nur zum Teil mit dem, was Billy gesucht hat. Aber da habe ich ja die gute alte TM-Ausrede, nämlich der Manser sucht ja einfach, was ins Bild passt, was da sich anfühlt, als wäre es richtig und so. Und deswegen kommen da ganz andere neue Sachen. Und das hat jetzt auch alles lange genug gedauert. Und da war jetzt die Einzel-Session, die dann erst ermöglichte, das alles zusammenzustückeln aus allen möglichen Fetzen, weil hier der böse, böse Typ da jetzt einfach mal weg ist. So sieht's aus. Es ist möglich, wenn ich das auch nicht hoffe, dass ich entweder irgendwas jetzt doch noch verkackt habe, also verwechselt habe, oder dass hier noch was fehlt. Es könnte also einen Nachtrag geben. Ich gehe aber eigentlich wirklich nicht davon aus, weil das hier der ungefähr 741.000. Versuch ist. Und jetzt geht's los. Punkt 1. Das sind also quasi so tagebuchmäßige Aufzeichnungen einer Forscherin, einer genauer gesagt Immunologin namens Sanja Loginova. Die wurde am 14.06.2013 geboren und lebt heute im Pflegeheim, in einem eigentlich relativ guten Pflegeheim in Moskau, und das schon seit 68. Wenn da zwischendurch was komisch klingt, dann liegt das daran, dass das gewollt ist, denn die Daten wurden bereinigt, das kommt gleich alles raus. Und das halt wieder rückgängig zu machen, diese Bereinigung, das hinterlässt halt so, weißt du, Spuren, deswegen ist das is richtig so, das ist alles korrekt, meiner, ne, alles gut. Erster Eintrag 2051. Du siehst halt eine junge Frau, eine Fashion Bob in einem ganz angenehmen Giftgrün, dicke Brille. Man möchte fast sagen, so eine Hornbrille, Bluse und jetzt sonst keine auffälligen Körpermerkmale. Die ist halt eine ganz normale Frau. Jung. Das heißt, so jung gar nicht mehr, wenn ich mir gerade angucke, wie alt sie da war. Jung ist relativ für Elfen. So, habe ich mich wieder mal gerettet. Die Wohnung, die man so hinter ihr sieht, weil das offenbar mit so einer kleinen Cam aufgenommen ist, ist super sauber, ist sehr schön eingerichtet. Über Geschmack lässt sich sicherlich streiten. Aber zumindest einigermaßen teuer. Also auch teurer als das, was Billy so hatte. Bisher auffällig ist dabei auch, dass es keine Fenster gibt, was bei teuren Wohnungen eigentlich schon der Fall ist. Außerdem sieht die Wohnung ein bisschen so aus, als würde sie nicht so häufig benutzt, als wäre jemand nicht ganz so häufig zu Hause. Genau, die Frau also, während im Hintergrund gerade noch der Tritt ausgeschalten wird von ihr, wo gerade der Brummlibär erklärt, warum, also die Kinderfrage beantwortet quasi, lieber Brummlibär, warum können sich meine Eltern nicht mehr leiden? Das liegt an dir, mein Kleiner. Also während sie das ausmacht, fängt sie an zu sprechen. Hi Mutti, ich weiß, ich sollte mich viel eher melden, aber es ging nicht. Ich habe gewechselt. Das ist die größte Chance. Also das ist so ein richtiges Top-Secret-Ding. Also alles, was ich jetzt an dich weitergebe und so weiter, das wird halt geprüft. Und dann, wenn ich irgendwie Mist baue, dann wird da noch was rausgeschnitten, aber ich habe genau nachgefragt, was ich erzählen kann und was nicht, und du kannst mir auch gerne antworten. Es wird stressig, ich werde vielleicht nicht so viel Zeit haben und so, das verstehst du ja sicher, aber ich glaube, einmal im Monat sollte ich das schon hinkriegen und dann, ja. Also, ich bin jetzt in der Nähe von Moskau. Wo genau, kann ich natürlich nicht sagen. Und was ich da mache, es ist super krass. Wir haben ein relativ kleines Team, aber wir haben alles, was du dir vorstellen kannst, alle Geräte, alle Daten, wir haben richtig viele coole Sachen, und das, was wir machen, das wird die Welt verändern.
Das ist der heilige Gral der scheiß Wissenschaft. Das, wenn wir das hinkriegen, und ich bin richtig überzeugt dafür, es sieht nämlich richtig gut aus, dann weiß ich nicht, die Welt ist auf jeden Fall nicht mehr die gleiche. Ich bin super aufgeregt, das ist klar. Und ich weiß, du hast schon eine Nachricht bekommen wegen irgendwelchen Schreiben, versicherungstechnisch hier. Ja, natürlich ist es beim Militär und ich weiß, was du davon hältst und was ich eigentlich auch davon halte. Aber ich meine, guck mal, mit Militär fing immer alles an. GPS gibt's auch nicht ohne Militär. Von daher, ja, man geht halt mit dem... Hey, ich werde meiner Mutter nicht sagen, dass man mit dem Feind ins Bett geht. Ey, ich bin alt genug, Mutti. Wo war ich? Genau. Ich arbeite mit einem deutschen Wissenschaftler zusammen. Also der koordiniert das alles und hat da die Grundideen gehabt und so. Unglaublich. Das sind bahnbrechende Theorien und wir machen halt dann gerade die praktischen Grundversuche. Also es ist super cool, ich fühle mich hier wohl, es ist für alles gesorgt. Ich werde hier keinen Mann finden, Mutti, aber ansonsten ist es halt super cool. Beep. Zweiter Eintrag, den du findest. Nicht zweiter Eintrag, vermutlich. 2054. Hi Mutti, es ist super viel Stress gewesen, tut mir leid, das ist alles, also ich fühle mich hier noch super wohl, hab vielleicht doch jemanden kennengelernt, aber naja, du weißt ja, wie das ist, neben der Arbeit, vielleicht wenn wir fertig sind, das ist viel zu weit vorgedacht, das wird noch dauern. Dann kann ich mal gucken und kriegst vielleicht Enkel. Na, ich weiß es noch nicht so viel versprechen, aber ist ein netter Typ, kann ich sagen. Ja, so sonst komme ich ja nicht viel. Ich habe deine letzten Nachrichten gesehen, aber es war einfach, ich kam nach Hause und ich konnte nicht mehr. Und dann ging es relativ zeitig weiter. Und ich bin noch überzeugt von den Theorien, die wir haben, aber es wird alles auf Zwang vorangetrieben. Grundlagenforschung ist nicht ganz solide. Aber das kriegen wir alles hin. Ich meine, das sind jetzt 3 Jahre. Klar wird man irgendwann ein bisschen resignierter, so, aber mir wusste auch von Anfang an, dass es nicht von heute auf morgen klappt, also alles cool. Passt. Piep. Dritter Eintrag. Änderung. Erstens, die Bude ist im Verhältnis jetzt runtergekommener. Es wird höchstwahrscheinlich Putzdrohnen, mindestens vielleicht so eine Putzfrau geben, aber trotzdem, wenn der Hausherr oder die Hausherrin sich da nicht mehr so kümmert, hinterlässt das Spuren. Außerdem die Sanja, ne? Ich habe die Sanja genannt vorhin. Das war falsch. Slanja. Slanja ist übrigens auch ein sehr geiles Album. Die Slanja, die läuft jetzt immer so, weiß ich nicht, im Zimmer hin und her, während sie da mit Mutti in die Cam spricht. Das heißt, sie ist eigentlich die Hälfte der Zeit nicht zu sehen. Aber das bin ich ja auch nicht. Ja, ich weiß, ich krieg das wieder hin mit deiner Karre. Das ist nur vorübergehend. Vielleicht hättest du dir nicht so ein teures Ding kaufen sollen. Die Finanzierung hier ist ein bisschen schwieriger geworden. Wir kriegen auch ein bisschen weniger. Ich kann also ein bisschen weniger abgeben. Ich versuche das hinzukriegen. Wenn nicht, hol dir was Kleineres. Hol dir was Bezahlbares. Das war wirklich ein bisschen übertrieben. Sorry. Hey, mit dem Typen klappt es immer noch super. Ja, und ach, scheiß drauf. Sie setzt sich jetzt hin. Die ganze Scheiße klappt nicht, aber von oben wird immer mehr gedrängt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Der scheiß Deutsche wird immer paranoider. Denkt, ich manipuliere ihn in seiner Kacke. Mach ich aber nicht. Was heißt Kacke? Das ist das Beste, was wir machen können. Das ist ein super Ding immer noch, aber es soll zu schnell gehen. Uns fehlen die Grundlagen. Das ist das Problem. Ach, scheiße, das wird hier rausgeschnitten. Mutti, ich freue mich, wenn ich Weihnachten kann ich vielleicht 2 Tage komme ich vielleicht vorbei. Nichts versprochen auf jeden Fall wird jemand dabei sein hier, Personenschutz und so. Aber Weihnachten, ne? Piep. Vierter Eintrag. 2061. Ich hab angeraten, das Ding einzustellen, die Forschung. Wenn das durchgeht, mein Vorschlag, dann
Naja, dann wird sich einiges wird umgestellt. Also, das ist nicht ganz einfach dann auch für mich. Wir sehen uns dann vielleicht eine Weile nicht und vielleicht komme ich dir ein bisschen komisch vor. In dem Vertrag steht, dass wenn das zu Ende ist, egal auf welche Weise, dann wird es eine Assist-Sitzung geben. Ach, scheiße. Weiß ich nicht, was das ist. Du weißt überhaupt nicht, was das ist. Was wurde rausgesagt? Okay. Hier sind Dinge, die nicht okay sind. Ja, Grundlagen stimmen. Wir machen jetzt Tierversuche. Ja, scheiß Vermögen wird auch immer schlimmer. Weil er geht bestimmt noch einen Schritt. Ich werde vielleicht in einem Vierteljahr. Vierteljahr ist die ganze Sache vielleicht gelaufen, wenn man hier auf mich hört. Ich bringe den Typen mit. Mach's gut. Punkt 2. Kleine Geschichtsstunde. Die lieben wir alle. Also, 2058 kamen Gerüchte auf. Rabutnik hätte ein gewaltiges Kooperations-/Forschungsabkommen und ja, das steht hier genauso, mit dem russischen Militär. Diese Gerüchte hielten sich wacko bis 2068. Aus dieser Verbindung trat nie etwas Verwertbares hervor, weswegen es wohl auch in die Schiene der Gerüchte zu schieben ist. Man präsentiert ja lieber irgendwas, was halt nicht ganz so geil ist, anstatt gar nichts. Außerdem war Rabutnik dann noch ziemlich klein, von daher geht das alles. Also relativ im Verhältnis zu jetzt. Erinnerung. Am 3.3. dieses Jahres, also 2080, kam eine erneute Kooperation des Militärs mit Rabutnik zustande, diesmal offiziell. Dieses Mal sind auch die Ziele klar, militärische Hardware, Geräte und Kram halt, keine Waffen. Und sogenannte Experten, also Berufsexperten quasi, meinten, dass da eigentlich im Mostrans, vielleicht auch Aztec, deutlich bessere Dinge hätte liefern können von der Ausstattung, die sie haben, von den Vorforschungen und so weiter. Punkt 3. Das sind Nachrichten, die hin und her geschickt wurden. Die sind alle am 10.05.80 verschickt worden. Die sind alle übersetzt aus dem Deutschen ins Russische. Ich weiß, was ihr am 10.05. getan habt. Eine kleine Erinnerung. Am 10.05. beziehungsweise am 9. und am 10.05. oder so gab es zwei Sessions, die wir da gespielt haben. Das eine, die hieß Bordsteinschwalbe und die andere hieß, glaube ich, Arm ab. Das sagt alles. Wenn nicht, Alter, ja, dann gibt's aber Stress. Also, pass auf. Erste Nachricht, Absender ist BLSSM und der Empfänger ist FMLGE. Erneuter Zwischenfall, Punkt. Zusammenarbeit mit dem Fleischfachhandel beendet, Punkt. Gönner verlangt Zwischenbericht. Kein Punkt. Nachlässig. Die zweite. Absender ist FMLGE. Empfänger ist BLSSM. Geht also hin und her. Die Arbeit muss auf der nächsten Stufe fortgeführt werden. Punkt. Beschaffen Sie mir die Krieger. Punkt. Dann wieder BLSSM. FMLGE. Oh, das macht solchen Spaß. Es wird eine Verzögerung geben. Das erste Lagerhaus wurde zerstört. Nun wurde gezielt ein Kurier attackiert. Ich benötige Zeit zur Organisation und Sicherung. Und das letzte von FMLGE an BLSSM. Ich habe 2 Dekaden warten müssen. Beeilen Sie sich. Ausrufezeichen. Punkt 4. Und damit es so aussieht, als würde ich nicht nur irgendwelche sinnlosen Sachen verstreuen, sondern auch mal das, was du gesucht hast, lieber Düs. Die ersten verschwundenen Menschen, also die hier für euch so interessant sind, ne? Tauchten Mitte des Jahres 2079 auf und haben mehrheitlich diese körperlichen Anzeichen, die ihr schon bemerkt habt. Alle hatten eine Implantation von hauptsächlich Cyberware bei Nietkin oder ihr Castaway. Alle waren aus der sozialen Unterschicht oder lebten in wenig sicheren Gebieten und sowas, ne? Der Meta-Anteil war höher als eigentlich so bevölkerungstechnisch zu erwarten und am 7.05.2080 tauchte dann die letzte Leiche auf. Und da wird auch schon der erste Fehler korrigiert. Da geht er nochmal in die Offensive. Es ist so, dass 2 Personen keine Implantate bei Netkin oder Irkast 2 hatten. Sie waren aber beide bei einem der beiden Konzerne.
Scheiß drauf, was das für Menschen sind, das interessiert mich nicht. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Menschen, die sind alle kacke. Also warum waren sie bei den entsprechenden medizinischen Konzernen, bevor sie verschwanden? Naja, ganz einfach. Das eine litt schon ein bisschen länger dann an MS, also Multiple Sklerose, und das andere an Morbus Crohn. Bitteschön. Also ich finde, wir sollten dringend noch eine Geschichtsstunde einlegen. Fünftens, Rabotnik, wie wir den Konzern alle lieben, wurde 2045 aus einem kleinen Unternehmen bzw. aus zwei kleinen Unternehmen dann als großer Konzern mit eben jeden Namen und Schwerpunkten und Traditionen und dem ganzen tollen Kram gegründet. Bereits 2050, und das ist halt super kacke schnell, da war das Ding ja noch nicht mal A, übernahm Rabotnik den Konzern Yojata, der eigentlich eine Gewichtsklasse zu groß für das kleine Ding damals war. Und der eigentlich auch im Interesse von MCT stand. Die wollten den also auch, wie schon mal irgendwann gesagt, das ist also ziemlich komisch, dass die den bekommen haben. Und wie sie das haben und was weiß ich, das ist alles hier schön merkwürdig. Du hast ganz, ganz viele Daten zu eben jedem Kauf, Fusion und was nicht alles. Also ganz viel über irgendwelche Mitarbeiter, irgendwelches Outsourcing, das sie dann gemacht haben, irgendwelche Standortsachen, bla bla bla. Nun ist es aber leider so, dass du keine Ahnung von dem ganzen Scheiß hast. Sorry. Sechstens, dabei handelt es sich um eine Nachricht, die es ziemlich hart zerlegt hat. On purpose. Und das Knacken der Verschlüsselung macht halt einiges relativ schwer zu identifizieren. Zum Beispiel in Absender und in Empfänger, die sind halt vollkommen unklar. Alles, was da man so drumherum mitbekommen kann, ist, dass sie im Jahre 2068 verschickt wurde. Punkt, Punkt, Punkt. Sehen wir uns gezwungen, das Projekt Superman komplett einzustellen. Ihre Fortschritte sind nicht zufriedenstellend. Die neue Richtung, die Sie bei Ihren Forschungen einschlagen wollen, wirkt erzwungen. Wir sehen keinen Zusammenhang des Projektes Superman mit dem Auftauchen der sogenannten Virtualkineten. Sowohl die Vertraute Albert Frohsänger als auch Sie, Herr Dr. Jens Förmige, und natürlich alle eingeweihten Forscher melden sich morgen früh Punkt 5 Uhr zu einem vollständigen Assist. Anmerkung, falls das wirklich jemand liest, Albert mit D ist gewollt und Völlige mit OE ist auch gewollt. Das hat damit zu tun, dass man diese beiden Namen, wenn man sich etwas Mühe gibt, mit sehr viel Freude zerlegen kann in seine einzelnen Buchstabenkohorten und dann einen anderen Namen, der vielleicht irgendwie schon mal bekannt sein dürfte, daraus bilden kann. Siebtens, hey, wieder coole Nachrichten und beide am 4.4.2080, beide aus dem Deutschen ins Russische übersetzt. Zu siebtens die erste Nachricht. Der Absender ist FMLGE, der Empfänger ist BLSSM. Die Kronerbin ist tot. Ausrufezeichen. Versichern Sie sich, dass dies nicht der Versuch einer endgültigen Vernichtung meiner Daten ist. Dann die Antwort von BLSSM an FMLGE. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Bleiben Sie ruhig. Der von Ihnen befürchtete Zusammenhang besteht garantiert nicht. Ich werde mich versichern, bleiben Sie ruhig. Bis dahin keinerlei Nachrichten mehr über die Matrix, nur noch über unsere vereinbarten Quellen. Erinnerung, was am 4.4. vielleicht gewesen sein könnte, kannst du und Dis und Alex, also da könnt ihr alle in den News nachlesen und wenn nicht, ist mir auch egal. Hihi. Du hast es bald geschafft. Achtens, ich hab's auch bald geschafft. Es ist wieder eine Nachricht und die ist ziemlich hart zerlegt und die ist auch ein bisschen älter. Das ist, was man da rauskriegen kann, ist, dass es eine interne Nachricht eines Militärangehörigen mittleren Ranges ist, die 2056 an einen Militärangehörigen höheren Ranges versendet wurde. Punkt, Punkt, Punkt. Ist es mir unverständlich, wie Sie dieses ominöse Projekt Superman weiterhin in diesem Umfang unterstützen können? Hier fehlt ein Teil. Weiß noch immer niemand zu sagen, wofür genau 80% des gesamten militärischen Forschungsetats eigentlich verwendet werden. Fehlt wieder ein Teil, vermutlich ziemlich unflätige Sachen, denn am Ende kommt Ungeheuerlichkeit. Ich hoffe, die angegebenen Forschungsfelder dienen einer Verschleierung bzw. der Geheimhaltung. Anderenfalls bin ich äußerst gespannt auf die Erklärung der Forschungsfelder Immunologie, Magietheorie und angewandte Mykologie. Hier fehlt wieder ein Teil, vielleicht wieder was Unschönes. Bedenken Sie, dass wir in der militärischen Technologie viel mehr Wert auf Cyberangriffe legen sollten, dass dies mit einem eigentlichen militärischen unbedeutenden Partner wie Rabotnik nicht möglich ist, unterstreicht meine Argumentation. Der Rest der Nachricht fehlt. Neuntens. Ich, der Brummlibär,
hat heute gehört, ihr wollt wissen, wer der Jens Vermücke ist. Na, dann erzähle ich euch mal was. Also, Jens Vermücke, deutscher Geburt 2020 in den ADL, wo genau ist unbekannt. Alle Infos über ihn sind ziemlich obskur, schwer zu finden. Schleierhaft ist ein Mensch. Ein schleierhafter Mensch. 2036 wurde in mehreren deutschen Kleinstädten spezielle Pilze wurden dazu benutzt, eine Teufelsrattenplage zu bekämpfen. Die von Vermücke veränderten Pilze wirkten wie Nahrung auf die Ratten. Die haben sich dann darüber hergemacht, haben das gefressen. Dann breitete sich aber das Myzel im Körper der Ratten aus, bis es sie halt intern zerstört hat und dann durch alle Körperöffnungen der toten Tiere spross. Lecker. Bedeutend war dabei, dass der Pilz sich ausschließlich im Korpus dieser erwachten Spezies verbreitete und nicht etwa in dem der Hauskatze. Allerdings wuchsen dann irgendwann in den Städten so zwar harmlose, aber doch irgendwie nervige und unschöne Pilze und das halt so gut wie überall, deswegen wurde dieses Mittel nicht mehr benutzt. Aber man muss ja auch dazu sagen, dieser veränderte Pilz wurde von ihm immerhin, also von Vermücke, mit 16 entwickelt. Da kann man schon mal Fehler machen. 2040 wurde eine Ölpest im Atlantik mit einer von Vermücke manipulierten Pilzart eingedämmt, wobei das Myzel sich da auf dem Wasser breit gemacht hat, auf dem Öl, das Öl aufgespalten hat und in die für die Natur wenig bedrohliche Stoffe aufspaltete. Die Forschung und Herstellung wurde zu dem Zeitpunkt finanziert, das hat ja auch eine Weile gedauert, von Albert Frohsinger, Albert mit D. Und weitere Anwendungen waren allerdings nicht möglich, da das Patent bei einem terroristischen Anschlag bösartiger Shadowrunner zerstört wurde. Danach ist von Vermücke nichts mehr zu hören, bis er 2047 bei Yoyata mit Forschungen begann. Und er hat es erwirkt, dass er seinen vertrauten Albert Frohsinger, die da anscheinend schon ganz gute Buddies wurden, halt mitbringen konnte. Albert Frohsinger, auch Mensch. Mehr weiß man über den aber nicht. Nicht mal Alter. Zehntens. Hey, der Abschluss. So, das macht Spaß. Billy war im Krankenhaus und ich hoffe, dass das so richtig ist. Billy war 2064 im Krankenhaus und sie war ja noch eine Weile in der Matrix gefangen und bewusstlos und was weiß ich. Also Milan war das ja damals noch. Ist egal. Also dieser SC war damals ja auch noch eine Weile im Krankenhaus, komatös, was weiß ich. Du hast Bilder oder besser gesagt ein Video über die Kameras, die es dort gibt. Du warst in einem besseren Krankenhaus. Zwei Männer mittleren Alters stehen also vor deinem Wartezimmer. Die Beschreibung folgt gleich. Beobachten dich und es kommt dann irgendwann ein Arzt vorbei, will offenbar, so genau ist das nicht klar, es gibt keinen Ton, wissen, was sie da so eigentlich treiben, weil, ne, ist eigentlich nur für Familie und sowas. Aber mit einem Hinweis auf irgendeine ID-Karte bekommt der eine, etwas kleinere Herr, die medizinischen Daten alle, so, die offenbar der Arzt über dich hat und ein paar Erklärungen. Er wirkt sehr interessiert, damit meine ich nicht den Arzt. Zu diesem kleinen lustigen Treffen kommen dann halt deine Eltern, lieber Düs, also nicht deine, sondern die des SCs, und die sind beim Anblick der beiden Herren alles andere als begeistert. Es kommt gar zum Streit. Nach diesem Streit, der jetzt nicht zwingend einen Gewinner hat, wirkt der Vater extrem aufgelöst und weinte, hielt dein Händelein und die Mutter wirkte sehr nachdenklich, aber auf ihre Art auch entschlossen, wohl irgendetwas zu tun. Verrückt. Und hier die Beschreibung. Der eine ist etwas kleiner, dieser beiden Herren. Er hat einen schönen Scheitel, schwarzes Haar, relativ dichte Augenbrauen, die auch relativ weit, also der Abstand von den Augen zu den Augenbrauen ist nicht so besonders hoch. Eine lustige Zahnlücke der beiden Schneidezähne vorn, oben. Er ist glatt rasiert, er hat eine etwas breitere Nase, wirkt aber insgesamt relativ sympathisch, gepflegt, unheimlich zielgerichtet. Und ich meine, er ist, also das sage ich jetzt, es ist halt ein Deutscher, Alter, hat der Humor, der Mann hat keinen Humor. Auf seiner ID-Karte steht Jens Vermücke, also die Zugangskarte da im Krankenhaus. Der andere Herr ist offenbar schon etwas älter, frühzeitiger Kraut, also eher auch eine Kurzhaarfrisur, aber ein nach hinten gelegter Scheitel, auch super glatt rasiert, braune Augen, relativ ernster Blick.
Etwas fülliger im Gesicht als sein Kompagnon. Und auch etwas mächtiger in der Statur. Auch der sieht aus, als würde er bügeln. Das wirkt jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber für mich ist Bügeln der Inbegriff der Sinnlosigkeit. Also wie sage ich das anders? Er würde alles bügeln. Er bügelt sein Taschentuch. So, so einer ist das. Jetzt weißt du Bescheid. Und damit ist der Ringelreihe der sinnlosen Informationen jetzt auch endlich mal abgehakt. Änderungen sind vorbehalten und so. Die White Russian laufen unter Common Creative Attribution 3.0. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden, dürft die gerne wiederverwenden, dürft auch die Musik wiederverwenden. Allerdings müsst ihr dann ein Label anheften, welcher Artist das genau ist, beziehungsweise ob es von uns ist. Shadowrun ist eine eingetragene Marke der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika, Nordamerika um genau zu sein, und wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Die Intro- und Outro-Music ist Into the Depth von YouTube. Um genau zu sein, werde ich das jetzt gerade nochmal eben nachschauen, denn mir ist wie immer der Name entfallen unserer besten Freunde hier. Ah, Jingle Punks.